Ja, vielen Dank für die netten Worte. Wir werden uns heute mal in die Internas der .NET CLR begeben. Wir schauen uns nämlich heute im Konkreten an, wie Memory Management und Garbage Collection in .NET funktionieren. Was werden wir uns heute genau anschauen? Ich hoffe, am Anfang mal alle abzuholen mit einem vereinfachten Speichermanagement-Abbild, das ich auch vor einigen Jahren noch so gehabt habe. Und ich glaube, dass auch einige von euch noch genau diesen Ablauf, wie ich ihn hier gleich zeigen werde, vielleicht noch als Grundvoraussetzung, so funktioniert .NET Memory Management, vielleicht in euren Köpfen habt. Und wenn wir das dann hinter uns haben, dann gehen wir ein bisschen in die Internas rein. Insbesondere, wie ist denn eigentlich ein .NET-Prozess strukturiert, wenn wir uns den Memory anschauen? Und wenn wir das haben und ungefähr einen Eindruck haben, wie das Ganze intern aufgebaut ist, schauen wir uns die verschiedenen Phasen eines Garbage Collector Runs aus. Ja, wenn ihr glaubt, es sind eigentlich bloß drei Phasen, dann habt ihr jetzt hier schon die erste Überraschung erlebt. Es gibt tatsächlich eine Planphase, die wichtigste ist beim Garbage Collector. Ganz am Ende, nachdem ich euch alle erschlagen habe, schauen wir uns dann noch an, wie man eigentlich Garbage Collector freundlich programmiert. Da habe ich einige Fallbeispiele mit dabei. Und wir schauen uns auch mit ein bisschen in die Tools rein, die man nutzen kann, um Garbage Collector oder Memory Management im Allgemeinen zu messen in .NET. Erste Frage, will jemand in diesem Raum explizit gesiezt werden? Hand hoch bitte. Keiner? Alles klar. Ich auch nicht. Ich bin Kenny. Ihr dürft mich ab jetzt duzen. Ich werde euch genauso zurückduzen. Wenn ihr eine Frage habt, eine Anmerkung, einfach bitte kurz Zwischenmeldung geben. Wenn es zu langwierig werden würde, dann erlaubt mir bitte, dass ich das an das Ende des Vortrags stelle. Drei Worte zu mir. Kenny Pflug heißt der Typ. Ich bin Senior Software Developer, wie die Pia schon gerade erwähnt hat, bei der Synotec AG in Regensburg. Ich mache nebenbei noch eine Doktorarbeit an der Universität Regensburg, wo ich mich mit der Deserialisierung von komplexen Objektgraphen beschäftige, ohne dass man DTOs braucht. Ich bin auf Twitter aktiv. Ich habe natürlich einen GitHub-Account, wo ich meine Open-Source-Projekte hoste. Unter anderem Light God Clauses, das ist so mein populärstes Open-Source-Projekt. Ich habe auch einen YouTube-Channel, wo ich zu meiner Vorlesung, die ich hier an der OTH mal gehalten habe, Videos hochgeladen habe. Genau, und dann, erste Frage. Was wisst ihr über den Garbage Collector? Mit welchen Vorstellungen kommt ihr hier in diesen Vortrag rein? Also was macht denn der Garbage Collector allgemein? Was ist seine Zuständigkeit, wenn eure .NET-Applikation läuft? Speicher freigeben, ja? Okay. Also er würde quasi sich anschauen, welche Objekte im Speicher können deallokiert werden und die werden dann aus dem Speicher entfernt und wir haben den Speicher wieder frei für andere Sachen. Genau. Andere Vorstellungen? Rechenzeit belegen. Bitte, Entschuldigung? Der Garbage Collector für die Rechenzeit belegen. Okay, also es ist ein gewisser Performance-Overhead, den Garbage Collector mit sich bringt. Ja, ist nicht schlecht. Okay, sonst noch Fragen, Vorstellungen? Ja, nicht steuerbar. Nicht steuerbar, ja. Das schauen wir uns dann vielleicht nochmal konkret an, ob das tatsächlich so ist. Da ihr alle, also ich gehe davon aus, dass ihr alle ausgebildete Softwareentwickler seid und vielleicht auch im täglichen Alltag Code schreibt und wahrscheinlich auch noch in .NET. Ich gehe mal davon aus, dass ihr ungefähr ein solches Bild habt. Jetzt habe ich aber einen Slide übersprungen. Ne, nee, habe ich nicht. Hier steht Live-Demo. Deswegen, wir gehen mal in eine Live-Demo. Ich habe eine .NET Core 3 WPF-Anwendung geschrieben, die ich hier jetzt mal starte. Und damit mit dieser Anwendung kann ich ganz einfach Listen verwalten. Und das soll als kleines Beispiel dazu dienen, wie ich dann den Speicher darstellen möchte. Also ihr seht hier auf der linken Seite, hier könnte ich neue Listen anlegen. Hier könnte ich zum Beispiel mal sagen, das ist irgendwie Arias List. Ist es zu klein? Ich kann noch ein bisschen reinzoomen. So. Genau. Kann ich dich noch kleiner machen? Sehr schön. Genau, und wenn ich dann meine Liste auswähle, kann ich hier auf der rechten Seite eben Einträge zu dieser Liste hinzufügen. Also bei Aria würde man vielleicht so Sachen erwarten wie Cersei auf ihrer Liste. Oder Joffrey, oder wen haben wir denn noch so? Ilan Payne, kann man die ganzen alten Staffeln nochmal Revue passieren lassen. Oder wie wäre es denn mit The Hound? Genau,
Und ich möchte jetzt mal darauf eingehen, was eigentlich im Speicher passiert, wenn ich hierzu so eine Liste einen neuen Eintrag hinzufüge. Deswegen mache ich mal einen Breakpoint in meinen ViewModel rein. Also ich habe hier im Hintergrund mit MVVM gearbeitet. Das hier können wir mal kurz klein machen, damit wir ein bisschen mehr Übersicht haben. So. Und in diesem ViewModel habe ich unterschiedliche Kommandos, mit denen die ich eben auslöse, wenn ein Eintrag hinzugefügt oder eben entfernt wird. Und dann schauen wir doch mal in diese AddListEntry-Methode. Ich setze hier mal einen Breakpoint rein und dann führe ich das Ganze nochmal auch. Und sage hier irgendwie, naja, vielleicht The Night King. Und wir springen jetzt in diese Methode rein. Ihr könnt hier oben sehen die Methode, die vorher aufgerufen wurde. Hier seht ihr quasi, dass ich einen Dialog erstellt habe. Das ist dieses Overlay, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe dann über dieses Overlay abgefragt, wie soll denn der neue Listeneintrag heißen. Und wenn der Nutzer dann auch noch auf OK geklickt hat, dann würde ich quasi diese Methode hier jetzt aufrufen. Genau, wir erstellen hier eine neue Instanz dieser List-Entry-Klasse. Die können wir auch mal ganz kurz reinschauen. Ist nichts Wildes. Wir haben hier eine Klasse, die im Konstruktor einen Namen entgegennimmt und die einer Property zuweist und eigentlich quasi deren automatisch erstellten Feld. Und dann haben wir hier irgendwie noch eine Priorität, die festgelegt werden kann, aber das Ding ist mutable. Also das ist eine Property, die sowohl ein Getter als auch ein Setter hat, der von außen aufgerufen werden kann. So, wir erstellen jetzt hier im Prinzip ein neues Objekt und springen dann quasi in diesen Konstruktor rein. Wenn wir das gemacht haben, weisen wir dieses neue Objekt einer Variablen zu. Wir setzen die Priority. Das passiert einfach über die Anzahl der Elemente, die wir schon in unserer Liste haben. Also der Night King hätte jetzt erstmal bloß Priorität 5. Und ganz am Ende fügen wir das Ganze einer Liste hinzu. Und das ist eine Observable Collection. Damit sehen wir dann letztendlich auch in unserem UI, dass sich hier was geändert hat. Nämlich, dass wir hier jetzt einen neuen Eintrag hinzubekommen haben. Dann schauen wir mal in die Slides zurück. Wie sieht das Ganze im Speicher aus? Wer von euch kann mir sagen, was ein Thread Stack ist? Keiner eine Idee. Noch nie gehört vom Thread Stack. Also Stacks im Speicher. Okay, dann hole ich noch mal ein bisschen aus. Wie ihr sicher wisst, Threads sind die Ausführungseinheit für unsere Methoden. Das heißt, immer wenn ich eine Methode irgendwie aufrufe, muss das auf einen Thread passieren. Und ihr habt sicher auch schon mal gehört, wenn Methoden aufgerufen werden, werden die auf einem Stack gepusht und vielleicht auch, wenn sie beendet werden, wieder abgebaut. Und im Kontext eines Threads wird eben das, was eine Methode an Daten verwaltet, auf dem Thread-Stack verwaltet. Das heißt, jeder Thread hat seinen eigenen Stack. Wenn ihr auf diesen Threads Methoden aufruft, werden diese in den Stack hineingepusht, alle notwendigen Parameter, die dazu gehören. Wenn die Methode endet, wird die entsprechende Datenstrukturen auf dem Thread-Stack wieder deallokiert. Und das passiert automatisch. Das heißt, wenn wir jetzt die Methode, die wir hier am Anfang aufgerufen haben, aufrufen, kommen wir letztendlich in die Situation, dass sämtliche Parameter, die Rücksprungadresse zu unserem Aufrufer und sämtliche Variablen, die in dieser Methode sind, sofort auf den Stack gepusht werden. Also nochmal kurz zurück zum Code. Wir sind gerade diese AddListEntry-Methode angesprungen. Wir werden jetzt quasi hier in der ersten Zeile, wo die Klammer aufgeht. Und das heißt, auf dem entsprechenden Thread-Stack werden der Entry-Name, dieser Parameter hier, diese Variable hier, NewListEntry, drauf gepusht und eben auch die Rücksprungadresse zur Funktion, die uns aufgerufen hat. Das Ganze nennt man den sogenannten Activation Frame. Das ist quasi so die Abkürzung dafür, dass man sagt, okay, ich habe eine Methode angesprungen, sämtliche Parameter, Variablen, die in dieser Methode sind, Rücksprungadresse, das wird auf den Thread-Stack gepusht. Das nächste Statement oder das erste Statement, was wir in dieser Methode ausführen, ist der Aufruf des Konstruktors. Das heißt, wir würden jetzt eben
Ein Konstruktor hat zwar was mit Objektallokieren zu tun, aber prinzipiell ist es auch erstmal bloß eine Funktion. Das heißt, was sich jetzt hier geändert hat, wir haben hier oben ein neues List-Entry-Objekt hinzubekommen im Heap. Und wir pushen jetzt natürlich alles, was mit diesem Konstruktor zu tun hat, erstmal auf den Thread-Stack drauf. Wer von euch hat schon mal vom Managed Heap gehört? Okay, ein paar, dann erkläre ich das trotzdem nochmal. Also, ganz allgemein wird in fast jeder Programmiersprache, wenn man sich den Memory anschaut, der da produziert wird, unterschieden zwischen Stacks und Heap. Im Heap kommen üblicherweise Sachen rein, die von allen Threads aus ansteuerbar sind. Also es gibt ganz allgemein gesagt einen Heap, teilweise wird er auch Freestore genannt in anderen Programmiersprachen. Und dort kann ich Objekte ablegen, die vielleicht ein bisschen länger leben sollen als bloß eine Methode lang. Genau das wollen wir ja hier haben bei unserem Listeneintrag. Und typischerweise werden eben alle Objekte, die ihr habt, auf dem Managed Heap, ist quasi der Heap-Abschnitt, der .NET Managed Objects enthalten kann, abgelegt. Genau, und wir haben jetzt hier von dem Konstruktor aus wieder den Namen auf den Threadstack gepusht, genauso die Rücksprungadresse zu unserem Aufrufer. Und der Name, der zeigt natürlich jetzt auf diesen neuen String Geoffrey, den ich hier schon erstellt hatte, über den Dialog. So, dann weisen wir jetzt innerhalb des Konstruktors den Namen zu. Und was das natürlich macht, ist ganz einfach bloß, dass dieses List-Entry-Objekt hier oben verknüpft wird mit diesem String, den wir hier haben. Das heißt, was wir hier letztendlich ziehen, ist einfach bloß, List-Entry hat jetzt in einem seiner Felder eine Referenz auf diesen String hier. Wenn unser Konstruktor dann vorbei ist, wird eben das, was ich gerade erzählt habe, wahrgemacht. Das heißt, der Activation Frame für den Konstruktor wird automatisch wieder vom Thread-Stack deallokiert. Und das geht natürlich sehr einfach, weil typisch sind Thread-Stacks so implementiert, dass sie einfach bloß einen Pointer haben auf den obersten Abschnitt, der gerade aktiv ist. Und wenn dann eine Methode abgebaut wird, wird einfach bloß dieser Pointer verschoben und der eigentliche Inhalt, der in diesen Speicherabschnitten war, der bleibt bestehen, bis er beim nächsten Aufruf, Methodenaufruf wieder überschrieben wird. Okay, das heißt, wir machen jetzt diese Zuweisung von dem, was der Konstruktor uns zurückgegeben hat. Das heißt, unsere NewListEntry-Variable, die zeigt jetzt auf dieses neue ListEntry-Objekt hier oben. So, und jetzt kommt das Statement, ich springe vielleicht nochmal kurz in den Code zurück, damit man hier noch ein bisschen die Übersicht hat. Jetzt kommt dieses Statement hier, was ich hier gerade markiert habe. Hier ist was Besonderes, denn Priority ist kein Referenztyp. Wenn wir uns das nochmal anschauen, das Ganze ist ein Int. Und wenn wir auf die Definition von Int schauen, sehen wir, dass das keine Klasse ist, sondern eine Struct. Das ist das nächste Wichtige, was wir unterscheiden müssen. Nämlich, es gibt in .NET zwei unterschiedliche Arten von Typen oder Typkategorien. Wir haben Referenztypen. Dazu gehört alles, was eine Class ist oder ein Interface oder ein Delegate. Und diese Referenztypen werden immer oder Variablen oder Parameter dieser Referenztypen zeigen immer auf andere Objekte im Heap. Also, wenn wir einen String haben, das ist eine Klasse, und wir haben eine Variable, die ein String ist, ist das letztendlich quasi ein Pointer auf ein Objekt im Heap. Genauso, wenn ihr irgendwie eine Variable oder Parameter habt, die ein Interface hat, auch das zeigt letztendlich auf ein Objekt im Heap. Also, tatsächliche Instanzen von diesen Typen können nur auf dem Heap existieren, also auf der rechten Seite, die wir uns gerade angesehen haben. Wertetypen sind Structs oder Enums. Und die verhalten sich in dem Sinne anders, dass sie eben nicht wie Call-by-Reference funktionieren, sondern via Call-by-Value. Das heißt, wenn ich eine Variable habe, die ein Int ist und da steht der Wert 42 drin, dann ist tatsächlich in der Speicherstelle der Variable der Int-Wert 42 abgebildet. Also hier ist keine Referenz in irgendeiner Form im Gange, die jetzt auf irgendeinen anderen Speicherbereich zeigt.
Und wenn ihr quasi eure Typen anschaut, dann sind Structs oder Enums genau diese Wertetypen. Das heißt, die liegen direkt in Variablen oder die sind eben Teil von anderen Objekten, wenn sie denn nicht geboxt werden. Aber dazu kommen wir dann später gleich. Okay, dann schauen wir, ne, wir können eigentlich auf den Folien bleiben. Das heißt, was macht eigentlich ein Objekt auf dem Heap aus? Das sind genau die Felder, die dieses Objekt hat, macht quasi A seine Größe aus mit ein bisschen Overhead. Und wenn wir uns mal diesen Listeneintrag nochmal kurz anschauen, dann sehen wir, wir haben hier im Wesentlichen zwei Felder, nämlich einmal die Priority, beziehungsweise genau das hier wäre das Feld für die Priority und eben den Namen. Das ist ein String und das ist eben dieses andere Objekt, auf das das hier zeigt. Also was ich hier letztendlich bei dieser Objekterweiterung bloß mal eingezeichnet habe, ist der Name und die Priority als Feld. Und ich ändere jetzt eben hier mit dieser Zuweisung einfach bloß den direkten Wert innerhalb des Objekts. Aber es wird keine neue Referenz gesetzt. Alright, dann das letzte Statement in dieser Methode. Hier komme ich vielleicht nochmal zu dieser Darstellung von Observable Collection. Ich hoffe, jeder von euch weiß, dass eine Collection an sich, also eine List of T oder andere Collection-Arten, letztendlich meistens bloß Wrapper um Arrays sind. Und das, was ich hier quasi mit diesen vier Speicherslots dargestellt habe, ist letztendlich der Array, der hinter dieser Observable Collection steht. Und wenn wir diesen Selected List Entries, also dieser Collection hier oben, letztendlich was hinzufügen mit diesem Statement, dann heißt es nichts anderes, als dass ich hier quasi in diesen Array jetzt die Speicherstelle von diesem Objekt hier oben reinschreibe. Also ich baue letztendlich wieder bloß eine Referenz auf dieses Objekt. Und da diese Collection hier eben von der Listbox auf der rechten Seite referenziert wird und er hier Bescheid sagt, hey, bei mir hat sich was geändert, bei meinen Objekten, sehen wir dann letztendlich dann auch in unserem UI, dass sich was geändert hat. Genau, damit ist unsere Methode vorbei. Der Activation Framework wieder abgebaut und so könnt ihr, oder gehe ich davon aus, dass ihr euer Verständnis ist, wie sich der Memory verändert, während wir unseren eigenen geschriebenen Code ausführen. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt den Garbage Collector mit ins Spiel nehmen? Wir schauen uns hier jetzt einfach mal das Beispiel an. Was passiert eigentlich, wenn ich hier diesen ersten Eintrag entferne? Das heißt, ich setze hier nochmal kurz einen anderen Breakpoint, nämlich in dieses Remove List Entry. Hat auch bloß zwei Statements. Wenn ich hier jetzt auf Entfernen klicke und das bestätige, dann lande ich letztendlich in dieser Methode und ich entferne jetzt aus dem Array den entsprechenden Eintrag und setze auch noch den Selected List Entry, den ich quasi ausgewählt habe, auf Null. Also erstmal nichts Wildes. Wir sehen, wir haben jetzt hier eben diesen Eintrag entfernt. Was ist im Memory passiert? Das Szenario ist wie folgt in etwa. Was wir jetzt gemacht haben, wir rufen jetzt diese Methode auf. Der Witz ist, diese Methode hat keine Parameter und auch keine Variablen, wie wir hier sehen. Das heißt, von diesen Sachen wird nichts auf den Thread-Stack mitgepusht. Das ist ausschließlich die Rücksprungadresse zum Aufrufer, die wir hier haben. Und dann führen wir dieses Remove-Statement aus. Und was das macht, ist, beim Array rechts oben wird jetzt eben der erste Eintrag entfernt. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Verbindung mehr zwischen diesem Array und List-Entry. Und man sieht jetzt hier schon, irgendwie, also List-Entry hat noch eine Referenz auf was anderes, aber keiner zeigt mehr auf dieses Objekt. So, und wenn wir diese Methode dann abgebaut haben, dann kommen wir jetzt in die Situation, dass wir jetzt tatsächlich mal den Garbage Collector einsetzen könnten, um etwas aus dem Speicher zu entfernen. Welche drei Phasen hat der Garbage Collector? Wer hat da eine Ahnung von? Also über eine Planungsphase? Ja, eine Planungsphase, ja, okay. Dann wird es bei mir schon schwammig. Okay. Also, die typischen Phasen, die man so
hört und die ich auch bis vor kurzem erlebt oder bis vor ein, zwei Jahren gekannt habe, war tatsächlich bloß Mark Sweep Compact. Und die Mark-Phase schaut letztendlich so aus, dass der Garbage Collector bestimmte Einstiegspunkte in diesen Heap hat. Der Garbage Collector schaut sich nämlich bloß diesen Heap hier auf der rechten Seite an. Das, was auf dem Fretstack passiert, ist völlig egal. Er hat bestimmte Einstiegspunkte, sogenannte Garbage Collector Routes oder GC Routes in Kürze. Und mit denen traversiert er die Objekte auf der rechten Seite. Und alle Objekte, die er nicht erreichen kann bei dieser Traversierung, die werden letztendlich deallokiert und entfernt. GC Routes, was können das sein? Das sind erstmal Variablen und Parametern auf euren Thread-Stacks. Das heißt, jeder Thread hat seinen eigenen Stack. Da werden üblicherweise mehrere Methoden ausgeführt. Jede Variable, jeder Parameter ist ein Einstiegspunkt in, also wenn diese Variable natürlich ein Objekt auf den Heap referenziert, aber das ist ein Einstiegspunkt für den Garbage Collector, um seine Runs auszuführen. Wenn ihr statische Felder habt, sind auch das natürlich Einstiegspunkte, weil statische Felder eigentlich wie eine globale Variable letztendlich agieren und die müssen zu jedem Zeitpunkt des eures Programms in irgendeiner Form referenzierbar sein. Deswegen muss auch der Garbage Collector von dort aus losgehen, um zu schauen, welche Objekte über diese statische Variable oder statisches Feld zugänglich sind. Dann jetzt schon so ein Detail. Wenn ihr Objekte habt, in die ihr einen Destructor implementiert oder im allgemeinen .NET sprich einen Finalizer, dann werden diese Objekte auch zu GC Routes, nämlich dann, wenn sie collected werden und in die F-Reachable Queue geschoben werden, damit auf dem Garbage Collector Thread der oder Finalizer Thread der Destructor ausgeführt werden kann. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu, was das alles mit sich bringt. Und wenn ihr Objekte pinnt, das macht man üblicherweise, wenn man andere Programmiersprachen aufruft, andere native Programmiersprachen, und diesen Programmiersprachen einen Pointer auf den eigenen Managed-Speicherbereich übergibt, dann müsst ihr quasi diese Objekte pinnen, damit der Garbage Collector nicht in die Verlegenheit kommt, dieses Objekt zu verschieben, und dann ist der Pointer letztendlich invalide. Also auch diese gepinnten Objekte sind Garbage Collector Rules. Genau, und die Mark-Phase, wie läuft die ab? Also wir können uns jetzt vorstellen, wir haben hier auf diesem Thread-Stack noch irgendwie den WPF-UI-Thread laufen und in diesen Methoden, also zumindest der Main-Methode, wird auf jeden Fall dieses App-Objekt referenziert. Das heißt, ich fange jetzt hier an und komme irgendwie von meinem Thread-Stack auf das App-Objekt und dann schaue ich mir einfach die Felder an, welche anderen Objekte referenziert dieses Objekt und springe dann quasi hier durch und markiere mir jedes Objekt, mit dem ich irgendwie in Berührung komme. Und wenn man dann meine schön gezeichneten Pfeile hier verfolgt, dann kommt man letztendlich zu diesem Ergebnis hier. Alles, was grün ist, hat der Garbage Collector erreicht. Alles, was grau ist, wurde nicht erreicht bei diesem Run. Und damit ist die Mark-Phase abgeschlossen. Der Garbage Collector sagt dann, okay, jetzt könnte ich ja mal das alles, was grau ist, deallokieren. Wird deallokiert, passiert nichts Wildes, wird erstmal aus dem Speicher entfernt. Und dann kommt die sogenannte Compact Phase. Das heißt, alle Objekte, die nicht gepinnt sind, und das sind im Regelfall alle Objekte, die ihr so erstellt, außer ihr macht speziell Interop, werden jetzt zusammengeschoben, sodass wir die nächste freie Speicherstelle hinter dem letzten Objekt haben. Und das ist auch so ein typischer Glaube von .NET-Programmierern. Allokieren von neuen Objekten ist in .NET saubillig, weil der Garbage Collector dafür sorgt, dass üblicherweise alle Objekte kompaktiert sind oder der Objektgraph an sich kompaktiert ist und wir sofort wissen, wo das nächste freie Objekt oder die nächste freie Stelle ist für die nächste Allokation. Deckt sich das so ungefähr mit euren Ergebnissen, oder? Ja, aber schiebt ihr das dann wirklich einfach runter? Würde ja performancemäßig nicht so. Also, ja. Oder füllt er das dann einfach mit irgendwie auf? So es ist komplexer, als dieses einfache Schaubild jetzt ist. Aber im Prinzip wird dann Memory Look quasi kopiert. Also, du nimmst ein Objekt, was an Memory Stelle XY ist, und kopierst sie auf KJ zum Beispiel. Das macht wirklich mehr Sinn, als dass man, nur dass man das nächste Objekt weiß. Also der Vorteil, also du geh mal in eine native Programmiersprache rein, ja, wo du dieses Feature nicht hast. Wenn deine Objekte
einfach deallokiert werden und du machst mit dem Speicher nichts, dann hast du natürlich eine gewisse Art von Fragmentierung. Also der Garbage Collector macht diese Compact-Phase, um quasi Fragmentierung in deinem Speicher zu vermeiden. Damit verringerst du erstmal überhaupt den Speicher, den du committed brauchst, und damit hast du eine niedrigere Speicherauslastung. Das ist erstmal ein Punkt, der dahinter steckt. Okay, aber letztendlich, ja, ich höre aus deiner Stimme so raus, das ist doch gar nicht so Performance, also performancemäßig ist dann Overhead dabei, weil ich muss ja nicht bloß das Objekt kopieren, sondern ich muss auch noch alle Referenzen, die auf dieses Objekt zeigen, umbiegen. Also, genau. Und ja, du hast recht, das ist ein gewisser Overhead. Okay. Wie ist es jetzt aber wirklich? Ich habe vorhin schon angedeutet, es gibt eine zusätzliche Planphase, weil dieses einfache Modell wird nicht immer so ausgeführt. Der Garbage Collector hat eine Markenphase am Anfang, und das nächste, was er macht, er plant erstmal richtig durch, macht es überhaupt Sinn, eine Compact-Phase durchzuführen. Also genau das, was du da machst. Er macht quasi ein virtuelles Kompaktieren und entscheidet danach, ob er es tatsächlich tut oder nicht. Das ist die Planphase. Aber die schauen wir uns dann noch genauso an. Was ich gerade noch nicht erwähnt habe, was aber typischerweise auch gelehrt wird, ist, wenn der Garbage Collector läuft, stehen alle meine Threads. Und das ist auch nicht mehr richtig. Der Garbage Collector kann laufen, während die anderen Threads, die unsere Applikation letztendlich die Logik ausführen, die wir haben wollen, während die noch aktiv sind. Der Managed Heap hat Speicherlöcher, also das, was ich gerade gesagt habe. Eigentlich wird der Speicher immer möglichst zusammengehalten, damit wir keine Fragmentierung haben. In der Realität schaut es tatsächlich so aus, dass wir in allen Bereichen des Managed Heaps in irgendeiner Form Speicherlöcher haben. Und die werden auch vom Garbage Collector mehr oder minder intelligent weiterverwendet. Und wir haben eine Partitionierung dieses Managed Heaps in zwei Teile, die ganz wesentlich sind. Nämlich in den sogenannten Small Object Heap und in den Large Object Heap. Und dieser Small Object Heap, der ist auch noch in drei Generationen aufgeteilt. Und damit schauen wir jetzt mal in Teil 2 rein meines Talks, außer ihr habt noch Fragen zu diesem naiven Modell. Nein? Okay, dann machen wir weiter. Wir schauen uns jetzt erstmal mit VMMap, das ist ein Tool, habe ich das hier direkt gepinnt, sehr schön. VMMap ist ein Tool, was ihr kostenlos haben könnt, wird von Microsoft veröffentlicht, und das ermöglicht euch einen einen Blick auf die Memory von bestimmten Prozessen, wie es das Betriebssystem hat. Also welche Teile des Memories liegen an welcher Adresse. Und dann mache ich mal jetzt hier diese Applikation. Also ich habe mich jetzt hier direkt an diese Applikation, die ich geschrieben habe, hier mit VMMap rangehangen, und ich zoome noch ein bisschen rein. Wir haben hier drei Abschnitte. Hier oben haben wir so ein bisschen Statistik, wie viele Bytes unser Prozess überhaupt braucht, wie viele sind davon geshared, wie viele sind committed, wie viele sind private. Hier unten haben wir dann die unterschiedlichen Speicherabschnitte aufkategorisiert, und zu denen sage ich auch gleich nochmal was. Und dann hier unten ist tatsächlich, zumindest wenn wir hier Total aktiviert haben im oberen Abschnitt, können wir uns tatsächlich genau anschauen, wie viele oder wie der Speicher letztendlich aufgeteilt ist. Also wir sehen hier zum Beispiel am Anfang, hier ist irgendwie Private Data, und dann kommen relativ viele Thread Stacks, wie wir hier sehen. Dann kommt so ein Heap-Abschnitt, dann kommt ein geteilter Abschnitt, und irgendwann, wenn wir weiter runtergehen, sehen wir hier ein paar Images. Und wenn wir noch weiter runtergehen, sollte irgendwann der Managed Heap kommen. Genau. So. Und jetzt haben wir hier ein bisschen durchgescrollt. Und wir schauen uns nochmal konkret an, welche Kategorien von Speicher es denn überhaupt gibt. Fangen wir mal mit den Images an. Wenn wir die aktivieren, und ich gehe hier mal ein bisschen auf die rechte Seite, dann sehen wir hier lustige... Also, was sehen wir hier? Nur eine Frage, ist das eine Echtzeitanalyse? Oder? Nein, das ist ein Abbild. Es ist ein Abbild. Du kannst hier refreshen, wenn du willst. Aber du könntest jetzt auch die Applikation zumachen und
du hättest, könntest trotzdem hier weiterarbeiten und den Speicher anschauen. Weil ich mache so einen Snapshot. Es macht einen Snapshot im Endeffekt, ja. Genau, aber wenn wir uns die Kategorie Image anschauen und ich zeige euch das jetzt hier. Was seht ihr da? Was könnte das sein? Die geladenen Assemblies. Genau, also jede Assembly, die ihr in irgendeiner Form statisch oder dynamisch referenziert in eurem Prozess, die wird letztendlich in diesen Abschnitt Images reingeladen. Und ja, das ist alles, was letztendlich in diesem Speicherbereich drin ist. Wir sehen hier auch, dass hier relativ wenig private ist und ziemlich viel geshared. Also es ist halt eben auch so, dass DLLs teilweise geteilt werden können. Also ich habe hier .NET Core 3 auf dem Teil direkt installiert als SDK und jeder Prozess kann dann quasi auf denselben Speicherbereich dieser DLLs zugreifen. Dann möchte ich weitergehen zum Heap und zu Private Data. Das hier sind im Wesentlichen die Speicherbereiche, in denen sich die CLR, also die Common Language Runtime, selbst organisiert. Also alles, was die Execution Engine braucht, alles, was der Garbage Collector braucht, wird letztendlich in diesem Heap und in diesem Private Data Abschnitten gemanagt. Davon kriegen wir als Entwickler aber relativ wenig mit. Was wir hier noch haben, sind diese Stacks. Und wir sehen hier, irgendwie sind ganz schön viele Threads anscheinend aktiv, wenn wir dem hier glauben, weil, wie viel werden das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also ich würde jetzt mal über 20 Threads auf jeden Fall schätzen. Wenn wir mal in Visual Studio zurückschauen und ich halte mal die Applikation kurz an und ich schaue dann in das Threads Window, wenn ich es finde. So, hier oben ist es erschienen. Ich mache das mal groß. Dann sehen wir, dass ich eigentlich gar nicht so viele Threads habe. Es gibt aber in der CLR auch einige native Threads, die wir quasi auf der Managed-Ebene überhaupt nicht sehen. Was machen die typischerweise? Also A, ich hänge hier mit einem Debugger dran. Das heißt, ich kriege schon mal Debug-Threads von der CLR, damit ich relativ einfach Breakpoints setzen und die Unterbrechung einleiten kann. Üblicherweise werden dann auch die DLLs am Anfang wenn das Programm startet, über oder parallel geladen. Das heißt, wir haben mehrere Threads, die diese DLLs uns in den Speicher laden. Und deswegen wird man sehr, sehr viele Threads sehen. Entschuldigung, ich müsste zu VM-Map finden. Ich finde es nicht. Deswegen sehen wir hier quasi in diesem Thread-Stack-Abschnitt so viele Threads, obwohl wir managed eigentlich gar nicht so viele haben. Genau, und dann kommt, du hast eine Frage? Weißt du, was die zwei Threads sind, die weniger den kleineren Heap haben? Ich weiß es nicht auswendig. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das die Threads sind, die dem Garbage Collector gehören. Also gleich vorweggenommen einfach, der Garbage Collector hat einen speziellen Thread, auf dem führt er Destruktoren aus oder Finalizer. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einer dieser ist. Woher der zweite kommt, weiß ich nicht. Man könnte es nachvollziehen, aber vielleicht können wir das nach dem Talk nochmal machen, was die genau machen. Genau, dann schauen wir mal in den Managed Heap rein. Wir sehen auch, das ist so eigentlich, wenn wir mal diesen Shareable-Bereich weglassen, eigentlich der größte Bereich, den wir haben. Hier wird letztendlich alles, was wir mit unserem Code an Objekten erstellen, abgelegt. Und der wichtigste Teil dieses Managed Heaps ist dieser GC-Heap oder dieses GC-Teil drunter. Und was wir hier sehen, ist das, was ich gerade schon erwähnt habe, der Large Object Heap, ganz unten, und dann der Small Object Heap, der hier in Generationen 2, 1 und 0 aufgeteilt ist. Und genau die schauen wir uns im Verlauf dieses Vortrags noch genauer an. Ansonsten haben wir hier noch sehr, sehr viele Domain-High-Frequency-Heaps, Low-Frequency-Heaps, Virtual-Call-Stub-Heaps.
Jede Assembly, die ihr in euren Prozess ladet, kriegt so einen kleinen Heap-Abschnitt und dort werden Sachen allokiert wie statische Felder, die, also da kann ich gleich noch was dazu sagen, wenn ihr ein statisches Feld habt, was einen primitiven Datentyp hat, sowas wie Int, Double, sowas kommt in den High-Frequency-Heap rein. Habt ihr einen anderen Datentyp, dann kommt das üblicherweise in diesen Large Object Heap rein, den wir gerade gesehen haben im GC. Und alles, was mit Reflection zu tun hat, das kommt in die Domain-Abschnitte dieses Heaps rein. Wird aber letztendlich von uns auch nur tangiert, wenn wir irgendwie Reflection machen oder statische Felder anlegen. Der Hauptteil wird tatsächlich hier in diesem Garbage Collector Heap abgespielt. Genau. Also wir haben jetzt mal gesehen, wie in etwa unser Speicher aufgeteilt ist. Und wenn man das nochmal ein bisschen vereinfacht, und ich muss gleich dazu sagen, ich zeichne meine Stacks immer von unten nach oben. Gerade eben haben wir es im Programm auch von oben von nach unten gesehen. Aber wenn ich ein Buch auf den Tisch lege und dann einen Bücherstapel draus mache, dann stapelt sich das nach oben. Deswegen male ich meine Stacks immer nach oben, wenn sich da was tut. Wir haben gesehen, dass unten üblicherweise die Thread-Stacks sind, dann kommt der Native-Heap, dann ungefähr der Managed-Heap, dann kommen die Images und die DLLs, aber das muss nicht unbedingt so sein. Also hat Windows sowieso eine Funktionalität eingebaut, in der Speicherabschnitte im Virtual Memory random auf den physikalischen tatsächlichen Memory gemappt werden. Das heißt, man kann sowieso nie genau sagen, an welcher physikalischen Adresse was tatsächlich ist, wenn Prozesse mehrmals ausgeführt werden. B, wenn ihr relativ viel Speicher mit euren Prozessen verbraucht, dann kann es eben auch mal sein, dass Memory-Segmente in einer gewissen anderen Reihenfolge letztendlich im Speicher landen. Aber typischerweise, wenn ihr einen Prozess startet, schaut das Ganze in etwa so aus. Genau, deswegen schauen wir uns jetzt den GC-Heap mal im Detail an. Und ich habe ja schon gesagt, Small Object Heap, Large Object Heap. Wie komme ich denn jetzt eigentlich in einen der beiden rein? Und die Entscheidung ist ganz einfach. Wie groß ist das Objekt, was ihr gerade mit New allokiert? Ist es kleiner als 85.000 Bytes, dann landet ihr im Small Object Heap. Ist es größer oder gleich diesen 85.000 Bytes, dann landet ihr im Large Object Heap. Habt ihr schon mal eine Klasse gebaut mit normalen Feldern, in der ihr 85.000 Bytes oder mehr zusammenbekommen habt? Nee? Nicht so? Okay. Man kann ja mal sich ausrechnen, also ein Int hat 32 Bits, was umgerechnet 4 Bytes sind. Das kann man mal durch 85.000 teilen. Und dann weiß man schon, wie viele Felder man in seine Klasse schreiben müsste, damit man das hinbekommt. Also was ihr im Large Object Heap im Normalfall habt, sind Arrays, die sehr groß sind. Ihr ladet zum Beispiel komplett eine 100 MB-Datei aus dem Filesystem in euren Prozessspeicher. Das würde typischerweise im Large Object Heap landen. Ja, also im Large Object Heap könnt ihr davon ausgehen, das sind eigentlich bloß Arrays. Kann man dann Arrays automatisch in den Large Object Heap oder wird es nur geschaut, wie groß das dann wirklich ist? Nee, also das ist ein harter Wert, 85.000 Bytes. Ist. Wenn dein Array kleiner ist, kommt er nicht in den Large Object Heap. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt eine Collection habe, die dynamisch größer wird und zum Beispiel erst dann meinetwegen in den Small Object Heap erzeugt wird und dann über die 85.000 Bytes kommt. Das ist ein guter Punkt. List of T als Beispiel. List of T ist immer im Small Object Heap, weil ein Array ist ein Referenztyp. Also das heißt, die List of T an sich referenziert ein anderes Objekt, was der tatsächliche Array ist. Und wenn die List of T irgendwann sagt, ich brauche jetzt nicht mehr 20.000 oder 40.000 Einträge, sondern 80.000 und würde damit quasi diese 85.000 Bytes-Marke reißen, dann würde quasi der vorherige Array zwar noch im Small Object Heap liegen, aber der danach im Large Object Heap. Also das ist dann das typische Verhalten, wenn du dynamische Collections hast. Was ist typisch für den Small Object Heap? Wir haben ihn aufgeteilt in drei Generationen. Das Ganze kann kompaktiert werden.
Wir können hier jede Art von Referenztyp üblicherweise drin haben. Und wir haben hier vom Allocator des Garbage Collectors eine sehr schnelle Allokation. Also dieses, was ich vorhin gesagt habe, schnelles Allokieren in .NET-Prozessen, das ist eigentlich nur auf dem Small Object Heap möglich. Der Large Object Heap ist eine Speicherregion, nicht aufgeteilt in irgendwelche Generationen. Das Ding wird auch standardmäßig nicht kompaktiert. Das heißt, wenn ihr erst eine 100-Megabyte-Datei ladet und das landet da drin und ihr braucht die dann irgendwann nicht mehr und das Ganze, der Memory wird reclaimed und ihr habt dann eine 200-Megabyte-Datei, die ihr als nächstes ladet, dann nimmt die diesen Speicherbereich von 100 Megabyte, der wieder frei ist, nicht ein, weil das Ding da nicht reinpasst. Und ihr habt üblicherweise auf dem Large Object Heap, wenn ihr ungeschickt damit agiert, eine sehr gute Chance, dass ihr eine richtig gute Memory-Fragmentierung hinbekommt. Ja, wie gesagt, hauptsächlich Arrays werdet ihr dort finden und es gibt auch keine schnelle Allokation für den Large Object Heap. Schauen wir uns mal das Konzept der Generations an im Small Object Heap. Wenn wir unseren Prozess starten und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir drei Objekte allokieren, dann sind diese, oder wir allokieren eigentlich immer in Generation 0. Wenn dann der Garbage Collector irgendwann läuft und wir sehen, ah okay, wir können B, D allokieren und A und C bleibt da, dann wird dadurch, dass A und C den Garbage Collector Run überstanden haben, das Ganze in die Generation 1 verschoben. So, wenn wir dann die nächsten Objekte allokieren, dann landen die wieder in Generation 0. Das heißt, ich habe hier D, E und F und wenn jetzt C, D und E beim nächsten Garbage Collector Run wieder entfernt würden, dann heißt es, dass A in Generation 2 rutscht und F in Generation 1. Und man sieht hier jetzt schon relativ einfach das Schema. Wenn ich allokiere im Small Object Heap, lande ich immer in Generation 0. Da kann ich mich nicht dagegen wehren. Und wenn ich irgendwelche Garbage Collector Runs überstehe, dann rutsche ich immer eine Generation nach oben bis maximal Generation 2. Das Konzept, was letztendlich dahinter steckt, sind zwei Grundsätze. Der Garbage Collector geht davon aus, dass wenn ihr neue Objekte allokiert, dass diese nicht sehr langlebig sind. Also jedes neue Objekt, was kommt, er geht davon aus, dass es bald sterben wird. Punkt 2, haben eure Objekte dann doch ein paar Garbage Collector Runs überstanden, nämlich 2, dann sind die wahrscheinlich auch bei zukünftigen Garbage Collector Runs nicht so interessant. Also man geht dann davon aus, die bleiben auch weiterhin am Leben. Also Objekte sind grundsätzlich kurzlebig, aber wenn sie ein bisschen was überleben, dann haben sie eher eine lange Lebensdauer. Und was das dem Garbage Collector erlaubt, dieses Einteilen in diese Generationen, ist, dass er jetzt nicht immer den kompletten Memory anschauen muss, sondern vielleicht auch einfach bloß einen Run macht auf eine Generation und Generation 1 und 2 hier außen vor lässt. Das heißt, der Garbage Collector schaut sich an, okay, ich glaube, dass diese Objekte rechts, die sind sehr kurzlebig, ich schaue mir jetzt bloß Generation 0 an, Generation 1 und 2 haben eh schon länger überlebt, das heißt, ich brauche die jetzt in meinen Memory-Analysen, während ich meinen Run mache, überhaupt nicht mit einfallen. Du hattest eine Frage? Die Generationen werden als Metadaten für die Objekte gehalten oder funktioniert es über die Speicherbereiche? Tatsächlich sind es wirklich auch bloß wieder Pointer. Ich habe jetzt hier in diesen Beispielen gerade Full Garbage Collector Runs gemacht, also quasi mit Kompaktieren. Und dieses Einteilen in Generationen wird tatsächlich auch nur gemacht, wenn bei einem Garbage Collector Run kompaktiert wird. Aber du kannst dir das sind einfach bloß Pointer. Und wenn kompaktiert wird, werden einfach diese Grenzen neu gesetzt. Und okay, also meistens nach vorne. Okay, sie liegen dann in anderen Speicherbereichen. Genau. Okay. Wie ist jetzt eigentlich der GC-Heap intern strukturiert? Der wird in sogenannte Segmente aufgeteilt. Und Segmente hängt davon ab, ob ihr einen Workstation Garbage Collector oder einen Server Garbage Collector Mode aktiviert habt und wie viel CPUs ihr habt und wie viel Memory. Ne, Entschuldigung, das ist glaube ich sogar RAM unabhängig. Nicht,
desto, na doch, es ist Unterschied zwischen 32-Bit und 64-Bit, so was. Nichtsdestotrotz, ein Segment ist typischerweise 16 Megabyte, 32 Megabyte, 128 Megabyte, teilweise mehrere Gigabyte groß. So von der Größe her. Das Witzige ist, nur im letzten Segment, das nennt man das Ephemeral Segment, ist tatsächlich auch Generation 0 und Generation 1, die wir gerade gesehen haben, drin. Alle anderen Segmente im Small Object Heap enthalten ausschließlich Generation 2 Objekte. Und wie vorhin schon gesagt, Segmente müssen nicht unbedingt an fortlaufenden Stellen im Speicher liegen. Also es kann je nach Memory-Bedarf eures Prozesses durchaus mal sein, dass da irgendwas anderes dazwischen liegt. Aber üblicherweise versucht der Garbage Collector, das Ganze so zu handeln, dass alles möglichst in einem Stückchen Memory hintereinander ist, weil das natürlich auch für CPU-Caching sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn man da keine großen Sprünge zwischen den Memory-Blöcken hat. Allokieren im Small Object Heap und im Large Object Heap. Folgender Algorithmus wird beim Small Object Heap angewandt. Das erste, was wir versuchen, ist, die nächste freie Stelle im Ephemeral Segment zu finden in meinem Allocation Kontext. Kann ich das machen? Wird das Objekt einfach sofort allokiert und ist da. Und damit bin ich fertig. Wenn ich in meinem Allocation Kontext keinen Platz mehr habe, dann versuche ich diesen Allocation-Kontext in diesem Segment zu verschieben. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, okay, da ist jetzt wieder ein bisschen Overhead dabei, aber wenn das hinhaut, nicht schlecht. Wenn das auch nicht möglich ist, dann versuche ich mal, ob ich mehr Memory committen kann von dem reservierten Memory von meinem Segment. Und wenn das hinhaut, alles gut. Wenn das nicht hinhaut, dann führe ich mal einen Garbage Collector Run aus und schau mal, ob ich Memory reclaimen kann und dadurch quasi wieder Platz finde für meinen Allocation Kontext. Und wenn das auch nicht funktioniert, Out of Memory. Wer von euch hat schon mal eine Out of Memory Exception gehabt? Sehr gut, jeder. Sehr gut. Genau, also das sind die Schritte, die zur Out of Memory Exception geführt haben. Meistens kommen die vom Stack, oder? Nee, das ist Stack Overflow Exception, Vorsicht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wenn du einfach mal in einem Skript 200 Threads startest, kannst du Out of Memory Exception. Ja, das. Aber nicht, weil der RAM voll ist, sondern ja, weil die Thread Stacks können Memory nehmen. Genau. Das ist eigentlich meistens in Applikationen, oder? Ja, nee, ich habe es auch schon anders hinbekommen. Physikalisch Out of Memory, da fangen wir bei Swappen an und was weiß ich. Ja, ja, aber also ich habe das, also in 32-Bit-Prozessen sieht man es sehr häufig, weil da darfst du maximal 2,5 Gigabyte Memory belegen, standardmäßig mit .NET. Also ich glaube, es gibt eine Erweiterung, dass man auf knapp 4 kommen kann, aber anyway. Und wir hatten dann zum Beispiel Probleme, dass wir Files komplett geladen haben und die waren, also der Kunde hat dann teilweise so 700 MB Teile rausgesucht. Und wir haben diese Files dann in ein SQL-Skript gepackt und auf einen Server übertragen. Und was du dann natürlich machst, ist, du lädst erstmal diese 700 MB in den Speicher, dann transformierst du das zu Base64, damit du das in einen SQL-Befehl reinpacken kannst. Und dann hast du auf einmal 1,4 GB im Speicher für eine 700 MB-Datei. Und wenn du dann noch ein bisschen was anderes in deinem Memory hast, hast du die 2,5 GB schnell erreicht. Also Streaming macht an gewissen Stellen Sinn. Genau, noch ein kleiner Hinweis. Solltet ihr einen Finalizer, also einen Destruktor auf euren Klassen implementiert haben, dann gilt Option 1 nicht. Er wird definitiv mehr machen, als einfach bloß zu allokieren. Aber üblicherweise könnt ihr davon ausgehen, dass wenn ihr Objekte allokiert, dass in den meisten Fällen Schritt 1 einfach ausgeführt wird und es passt. Also gegebenenfalls noch Schritt 2. Der Large Object Heap, wie schaut es da aus? Wir haben da nicht wirklich einen Allocation-Kontext. Wir suchen einfach mal eine freie Stelle. Ich glaube, das geht sogar über mehrere Segmente hinweg. Und falls das nicht möglich ist, versuchen wir auch hier mehr Memory zu committen für unser Segment, falls da noch Reserven sind. Und wenn das nicht möglich ist, dann führen wir Full GC Runs aus.
gegebenenfalls auch mehrmals und schauen dann, ob im Large Object Heap wieder was frei ist. Wenn das auch nicht möglich ist, dann kriegt man auch eine Out-of-Memory-Exception. Also das würde jetzt eher das Szenario, was ich gerade geschildert habe, da bin ich auf der rechten Seite des Ganzen. Genau. Gibt es noch Fragen zu diesen Allokieren-Algorithmen? Nein. Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie so ein Segment im Detail tatsächlich aussieht. Also ihr seht jetzt hier ein komplettes Segment. Ganz am Anfang sind ein paar Metadaten. Das wären auch gelbe Abschnitte dann in VM-Map. Und was wir hier sehen, ist Generation 1 und 0 oder bloß Generation 0. Das hängt eben davon ab, wie euer Speicher gerade allokiert ist. So, und ich möchte nochmal auf diese Allocation-Contexts eingehen, die ich in der vorherigen Slide schon erwähnt habe. Wer hatte eine Idee, warum brauche ich denn irgendwie mehrere Allocation-Contexts? Sehr gut, der Mann ist gut. Stellt euch mal vor, wir hätten keine Allocation-Contexts. Und wir sagen einfach, okay, wir haben hier eine Stelle, ab da ist frei. Wir haben ja üblicherweise in einem .NET-Prozess irgendwie mehrere Threads am Laufen. Und man braucht sich bloß einen HTTP-Server in irgendeiner Form vorstellen. Da kommen gleichzeitig zwei Requests rein und die werden behandelt. Und um diese Requests zu behandeln, muss ich irgendwelche Objekte erstellen. Dann müsste ich ja logischerweise schon auf die Idee kommen, wenn jetzt hier zwei Threads gleichzeitig aktiv sind, wer darf denn da eigentlich reinschreiben? Und wenn ja, muss ich die Threads dann synchronisieren? Und wenn ich die synchronisieren muss, dann habe ich ja einen scheiß Overhead. Weil Threads miteinander zu synchronisieren, ist nicht billig. Also da seid ihr typischerweise sofort im Bereich von 10 hoch minus 7 oder 10 hoch minus 6 für Operationen, die eigentlich so 10 hoch minus 10 brauchen sollten. Und deswegen kriegt jeder Thread seinen eigenen Allocation-Kontext. Der kann da einfach dann rein allokieren und er weiß, dieses Stückchen Memory ist für mich reserviert, da kann kein anderer Thread dazwischen funken. Und deswegen ist quasi auch hier Schritt 1 auf dieser Folie so schnell, weil unter anderem der Thread, der euer Objekt erstellt, sich nicht mit anderen Threads synchronisieren muss. Genau. Wichtig auch, sämtliche Allocation-Contexts sind vorgenullt. .NET gibt euch die Sicherheit, dass wenn ihr ein neues Objekt erstellt, dass da kein Schrott von vorherigen Objekten oder was vorher in dieser Memory-Stelle war, dass das quasi vorher genullt wird. Das heißt, wenn ein Allocation-Kontext angelegt wird, wird auch dafür gesorgt, dass dieser entsprechende Speicherbereich genullt ist. Ja, und jetzt kann man sich ganz leicht überlegen, okay, wenn jetzt Thread 2 mehr allokiert als Thread 1, dann kommen wir auf einmal in so eine Situation, dass wir irgendwie doch Speicherlöcher haben, auch im Segment, wo bloß Generation 0 drin ist. Und wir werden auch Speicherlöcher sehen in den anderen Generationen. Dieses Konzept dieser Allocation-Kontext wird nämlich sogar in Generation 2 und 1 fortgesetzt. Nämlich genau dann, wenn kompaktiert wird, wird genau dieses selbe Schema genutzt, um die Objekte von A nach B zu kopieren. Diese freien Speicherstellen in unserem Managed Heap werden üblicherweise von einer Freelist verwaltet. Das ist eine Struktur, die quasi im Native Heap bzw. im Private Data Abschnitt der Applikation steckt. Und das kann man sich letztendlich vorstellen wie eine Art Dictionary, wie eine Hashmap, in der quasi je nach Größe dieser freien Stellen in unterschiedlichen Buckets die einzelnen freien Speicherbereiche aufgelistet werden. Genau, und jetzt habe ich hier mal spaßeshalber einen Compact GC ausgeführt. Und das sorgt natürlich dafür, dass jetzt hier unsere Generation 1 ist. Hier wäre dann diese Grenze. Und unsere Allocation Contexts liegen dann auch wieder da. Aber je nachdem, wie die Threads dann eben allokieren, kommt es dann wieder zu Speicherlöchern. Gibt es noch Fragen zu dieser Segmentdarstellung? Dann wollen wir mal eine kurze Pause machen. Wir haben uns gerade angeschaut, wie der Memory von dem .NET-Prozess intern ausschaut. Jetzt schauen wir uns mal den Garbage Collector genau an. Und wenn der Garbage Collector läuft, hat er im Wesentlichen zwei Modi, nämlich entweder einen Foreground Garbage Collector Run oder einen Background Run. Was macht der Foreground Run?
Der hält alle Managed Threads an über den gesamten Lauf, während er aktiv ist. Das heißt, eure Applikation macht in der Hinsicht gar nichts. Deswegen solltet ihr vielleicht auch nicht .NET-Applikationen einsetzen, um irgendwelche lustigen Sachen wie zum Beispiel einen Airbag zu zünden. Nicht so gut, wenn der Garbage Collector währenddessen läuft und der Nutzer ins Lenkrad beißt. Der Foreground-GC kann kompaktieren. Also alles, was wir gerade mit Generations besprochen haben, das kann nur während eines Foreground-GC-Runs passieren. Generationen werden natürlich nur verschoben, wenn kompaktiert wird. Und wenn wir uns den Background-GC anschauen, der läuft natürlich nicht auf den, oder anders ausgedrückt, dieser Background-GC läuft auf einen dedizierten Thread im Hintergrund. Und der trackt vor allem, also die Mark-Phase, läuft concurrently, während euer Programm weiter ausgeführt wird. Und die Managed Threads werden nur an zwei Stellen ganz kurz unterbrochen. Dieser Background-GC kann nicht kompaktieren, also da werden auch keine Generationsgrenzen verschoben in irgendeiner Form oder irgendwelche Memory-Blöcke kopiert. Und das war es eigentlich auch schon, okay? Ich hätte gedacht, da kommt noch ein Punkt. Aber gut. Foreground-GC. Welche Punkte werden hier tatsächlich ausgeführt? Irgendein Thread sagt, ich kann nicht mehr, wir müssen jetzt mal, wie beim Allokieren vorher gesehen, den Garbage Collector starten. Der Garbage Collector hält dann alle Managed Threads an und er sucht sich danach aus, welche Generation soll denn jetzt eigentlich betrachtet werden. Und diese Generation ist dann die sogenannte Condemned Generation. Ist es Generation 0, schaue ich mir eben nur den entsprechenden Teil des Memories an. Ist es Generation 1, dann schaue ich mir nicht nur Generation 1, sondern auch 0 an. Und ist es Generation 2, dann eben alles, inklusive des Large Object Heaps. Das heißt, die Generation beinhaltet eben auch alles, was vorher mit enthalten ist, die hier ausgesucht wird. Dann kommt die sogenannte Mark Phase. Das heißt, wie vorhin gezeigt am Beispiel, wir traversieren hier alle Objekte aus unseren GC-Roots aus und markieren die, die wir erreichen. Und jetzt kommt die Plan-Phase. Und was der Garbage Collector hier im Wesentlichen macht, ist, er schaut mal, also er führt eine virtuelle Kompaktierung durch und zieht daraus statistische Daten und entscheidet dann, ob er diese Kompaktierung tatsächlich umsetzt oder nicht. Und dann entscheidet er darauf, mache ich jetzt bloß einen Sweep, also deallokiere ich Objekte, aber lasse quasi die entsprechenden freien Speicherstellen in der Freelist stehen und kompaktiere nicht, oder mache ich es eben doch und mache dann alles, was wir gelernt haben, mit wir kopieren Objekte an andere Memory-Stellen und wir verschieben die Generationsgrenzen. Und wenn wir das fertig gemacht haben, dann können alle anderen Threads wieder loslaufen. Das ist der wesentliche Ablauf beim Foreground-GC. Wenn wir uns den Concurrent-Background-GC anschauen, dann sagt einer der Threads wieder, Hilfe, ich habe nicht genügend Speicher. In dem Fall hält auch hier der Garbage-Collector kurz alle Threads an, aber das macht er nur, um seine Datenstrukturen zu präparieren und danach werden die ganzen Threads sofort wieder weiterlaufen gelassen. Und jetzt macht der Garbage-Collector die Mark-Phase concurrently. Das heißt, während andere Threads laufen und gegebenenfalls auch wieder Objekte allokieren, wird hier quasi nachvollzogen, welche Objekte sind erreichbar und welche nicht. Der Witz an dem Ganzen ist jetzt, dass in den internen Datenstrukturen vom Garbage Collector kann er es sind nicht genau die Segmente, die wir vorhin gesehen haben, aber im Wesentlichen teilt der Garbage Collector auch wieder den Memory-Bereich, den er überwacht, in verschiedene kleine Teile ein und weist diesen Bitflex zu. Und wenn er quasi merkt, oh, in diesem Memory-Segment wurde, während ich gerade hier meine Mark-Phase durchlaufe, ein Objekt allokiert, dann switcht er einen Flag für den entsprechenden Speicherbereich, damit er dann jetzt in der vierten Phase nochmal kurz alle Threads anhalten kann und nochmal diese dirty Speicherbereiche tatsächlich untersucht. Was wird hier natürlich vermieden? Wir können ja beliebig Referenzen setzen, wenn wir Mutable Objects haben. Und was dann auftreten kann, ist, während der Garbage Collector hier durchläuft,
kommt er zu einem Objekt, das noch keine Referenz auf ein anderes Objekt hat, geht dann weiter und in dem Moment, wo er weitergeht, wird aber die Referenz auf das andere Objekt gesetzt. Das heißt, wir hätten hier das sogenannte Lost Object Problem. Das heißt, hier würde ein Objekt deallokiert, was eigentlich noch erreichbar ist. Und genau das wird quasi in dieser Phase 4 vermieden, dass er sieht, okay, dieser Speicherbereich ist dirty, hier muss ich nochmal ganz kurz, während ich alle Threads anhalte, Objekte suchen, die gegebenenfalls doch nicht deallokiert werden sollen. Was bei diesem Concurrent Background GC durchaus passieren kann, ist, dass Objekte markiert werden, die, wenn er dann deallokiert, eigentlich nicht mehr erreichbar sind. Also es kann durchaus sein, dass quasi Objekte im Speicher verbleiben bei diesem Run, die eigentlich schon weg könnten. Aber das ist an sich erstmal kein Problem, das irgendwie zu fehlerhafter Funktionalität führen würde. Es ist halt einfach nicht eine optimale Memory-Ausnutzung. Aber im Wesentlichen können eure Threads weiterlaufen und euren Code ausführen, während der Garbage Collector aktiv ist. Das ist halt der Trade-off, den wir hier haben. Genau, und wenn er dann mit Punkt 4 fertig ist, wird einfach die nicht mehr erreichbaren Objekte deallokiert und die werden der freien Liste hinzugefügt. Und damit haben wir vielleicht, wenn wir das durchgeführt haben, eben für Allocation-Contexts, die voll sind, wieder in parallel oder nebenläufig irgendwelche anderen Speicherbereiche freigehabt, wo dann der Allocation-Context einfach hin verschoben werden kann. Und damit bräuchten wir auch beim Allokieren nur zwei Schritte im Small Object Heap, falls notwendig. Ich möchte nochmal auf die Planphase eingehen, die letztendlich entscheidet, kompaktieren oder nicht. Was macht der letztendlich? Der Garbage Collector macht seine Mark Phase und sieht, okay, B, E, F, I und J, die bleiben da. A, C, D, G werden oder können deallokiert werden. Und H ist jetzt meine Besonderheit, deswegen orange, das ist nämlich ein sogenanntes Pinned Object. Also das wäre jetzt ein Objekt, das genutzt wird, um Interop mit C++ zum Beispiel zu betreiben. Und C++ hat jetzt einen Pointer auf dieses Objekt und deswegen dürfen wir es in Memory nicht verschieben, weil sonst wird der Pointer invalide. Der Garbage Collector macht in seiner Plan Phase eine virtuelle Kompaktierung. Das heißt, der tut so, als würde er jetzt diese Objekte nacheinander in die entsprechenden Speicherbereiche kopieren. Der Witz, wie er das macht, ist, er nutzt diese Objekte, die sowieso deallokiert wird, und schreibt da quasi die Informationen rein, die er braucht, damit er hier seine Objekte virtuell sozusagen in der kompaktierten Form ablegen kann. Er geht dabei von sogenannten Gaps and Plugs aus. Das heißt, A ist ein Gap, C und D zusammen ist ein Gap und G ist ein Gap. Also quasi zusammenhängende Objekte, die deallokiert werden können. Genauso sind dann Plugs eben B, E und F macht einen Plug und I und J wäre auch ein Plug. Und um dann zu berechnen, wo schiebe ich jetzt eigentlich welches Objekt mit welchem Offset hin, schreibt er einfach wirklich üblicherweise ans Ende von einer Gap eben rein, okay, hier würden jetzt quasi folgende Objekte landen. So macht er das intern. Weil er kann jetzt auch einfach in diese Speicherbereiche reinschreiben, weil alles, was grau ist, wird ja sowieso deallokiert. So, und dann muss er sich natürlich noch in gewisser Weise in dieser G-Gap merken, okay, hier muss aber Objekt H wieder landen, weil das ist pinned. Das dürfen wir nicht verschieben. Und basierend auf diesen Daten kann er sich dann ausrechnen, okay, was habe ich denn überhaupt für eine Kompaktionsrate? Wie viel Fragmentierung würde ich denn dadurch jetzt auflösen? Und basierend auf dem und noch anderen statistischen Daten, die er dann bei seinem Run heranzieht, entscheidet er dann, mache ich jetzt einen Mark oder einen Sweep. Aber wir können uns jetzt schon vorstellen, wäre dieses Pinned Object nicht da, wäre die Kompaktierungsrate gar nicht so schlecht, weil wir haben hier irgendwie, naja, würde ich jetzt mal sagen, 40% bestimmt gespart von der Fragmentierung. Da aber dieses H-Objekt noch da ist, würde ich dann meine Allocation-Context auf jeden Fall nach diesem H-Objekt machen und dann macht vielleicht Kompaktieren gar nicht mehr so viel Sinn.
Gibt es noch Fragen zu dieser Plan Phase? Also im Wesentlichen, er macht eine virtuelle Kompaktierung, nutzt die Objekte, die sowieso deallokiert werden und schreibt da seine Informationen rein und im Endeffekt wird dann geprüft, bringt es das oder nicht? Ganz salopp ausgedrückt. Okay. Du hast noch eine Frage? Ja, diese Metadaten, die da eingeschrieben werden, also diese Informationen, die die Datenprotection braucht, um zu schauen, ob es denn was bringt oder nicht, haben sie einfach nur irgendwelche Größendaten oder wie viel schreibt er denn da tatsächlich ein? Weil üblich, da kann er gleich umschreiben. Genau, also da sage ich jetzt vielleicht mal was zu, wie groß sind eigentlich Objekte. Für 32-Bit-Prozesse sind Objekte mindestens, ich muss lügen, ich glaube aber 12 Byte groß. Für 64-Bit-Prozesse 24 Byte. Und diese 24 Byte werden üblicherweise ausgenutzt, weil davon kann der Garbage Collector ausgehen. Selbst wenn ich jetzt, wenn G einfach bloß eine Klasse wäre, die keine Felder enthält, ist dieses Objekt auf jeden Fall 24 Byte groß. Und diese 24 Byte werden ausgenutzt. Was er dann intern macht, ist, er baut sich einen Baum auf aus dem Ganzen. Also es ist noch ein bisschen komplexer, als ich das gerade geschildert habe. Und das, was er da jetzt ans Ende einer Gap reinschreibt, sind letztendlich Informationen über die Nodes dieses Baums. Und er sagt dann quasi, also in diesen Nodes stehen üblicherweise Offsets drin, also wie weit muss ich nach links oder rechts gehen, um das Objekt zu finden, was quasi an dieser Stelle dann landen würde. Und er hat dann noch im Private Heap oder im Private Data Bereich quasi Pointer, die dann auf bestimmte Stellen in diesem Baum zeigen. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Also wenn eine Gap genutzt wird, wie jetzt zum Beispiel das Ende von D, dann würde da letztendlich ein Knoten für einen Baum drinstehen. Ganz vereinfacht ausgedrückt. Also es ist relativ kompliziert, aber so managt er das quasi intern. Ohne dass er quasi in seinen Private Heap irgendwas allokieren müsste währenddessen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, Objekte mit Finalizer, die machen irgendwie weniger Spaß. Warum? Weil die Allokationen immer langsam sind. Warum? Ich habe vorhin schon erwähnt, Objekte mit Finalizer, wenn die Garbage Collected werden, dann werden die nicht wirklich Garbage Collected beim ersten Mal, sondern die werden in die sogenannte F-Reachable Queue geschoben. Das ist die Queue, in der alle Objekte mit Finalizer landen und die Finalizer werden dann auf einem eigenen Thread in dieser Queue abgearbeitet. Also der Thread, der das ausführt, nimmt sich quasi das nächste Objekt in dieser Queue, führt den Finalizer aus und dann wird geschaut, kann ich das Objekt jetzt deallokieren oder nicht. Was das natürlich mit sich bringt, ist, jedes Objekt mit Finalizer überlebt mindestens eine Generation. Also das landet auf jeden Fall in Generation 1. Genau, ich habe hier gerade schon gesagt, F-Reachable Queue. Gesonderter Thread, eine Generation überlebt das Ganze. Der Witz ist jetzt, wer von euch hat schon mal einen Finalizer geschrieben? Okay, ein paar. Ein Finalizer ist, hat jemand schon mal einen Destruktor geschrieben? Okay, gut. Ist klar. Also ein Destruktor ist fast wie eine statische Funktion. Und die wird eben aufgerufen, wenn in dieser Queue, die ich hier gerade gesagt habe. Der Witz ist, in diesem Code-Stückchen könnt ihr eigentlich beliebigen Code schreiben. Zum Beispiel eure eigene Referenz auf eine statische Variable zuweisen. Also das heißt, euer gerade garbage-collectedes Finalizer-Objekt ist auf einmal wieder über irgendein Stückchen Objektgraph erreichbar. Das Ganze nennt man Resurrection. Ihr könnt auch beliebige Objekte noch im Finalizer allokieren, wenn ihr unbedingt wollt. Irgendwelche Handles zu nativen Ressourcen aufmachen. Ihr könnt da beliebigen Code reinschreiben, was ihr natürlich nicht machen solltet, aber das hilft ja dem .NET-Implementierungsteam nicht oder dem CLR-Implementierungsteam nicht. Die müssen davon ausgehen, dass der größte mögliche Idiot da als Programmierer vor Visual Studio oder Visual Studio Code sitzt. Genau, also das Problem an diesen Finalizern ist eben, die werden gesondert abgearbeitet, die überleben mindestens eine Generation. Die können nicht schnell allokiert werden, weil die nämlich im internen Datenteil der CLR speziell getrackt werden müssen, eben wenn sie dann doch mal garbage collected werden, dass sie dann in die F-Reachable Queue geschoben werden können. My point ist, wenn ihr
Kopfschmerzen habt, Performance-Probleme mit Objekten, die Finalizer haben, würde ich euch sogar empfehlen, macht keinen Finalizer auf euer Objekt. Warum will ich überhaupt einen haben? Üblicherweise machen die Objekte, auf denen ihr einen Destructor implementiert, Interop mit nativen Sachen. Also ich habe zum Beispiel von einem Kunden, die haben uns eine DLL bereitgestellt, mit der wir dynamischen Passwort für Datenbankzugriff abfragen können. Und diese DLL wurde in Delphi programmiert, 64-Bit nativ. Das heißt, wenn ich in meinen .NET-Applikationen dieses Passwort abfragen muss, muss ich quasi eine native DLL laden und aufrufen und das Ergebnis dann irgendwie in den C#-Managed-Heap holen. Genau auf diesen Objekten würde man einen Finalizer implementieren, damit, wenn irgendjemand mein Passwort-Retrieval-Objekt einsetzt und vergisst, das zu disposen, iDisposable ist, denke ich, eben ein Begriff, dann würde das dazu führen, dass irgendwann trotzdem in der F-Reachable Queue der Finalizer ausgeführt wird und diese native Ressource zumacht. Wenn ihr aber konsequent iDisposable implementiert und das auch aufruft, dann könnt ihr euch den Finalizer auch schenken. Also mein typisches Vorgehen mittlerweile ist, ehrlich gesagt, ich implementiere iDisposable, ich mache den Typ internal, damit ich nicht irgendwo an anderen Codestellen, die das vielleicht nicht ganz verstehen, doch dieses Szenario hinbekomme, dass nicht Dispose aufgerufen wird. Und dann sorge ich einfach dafür, dass ich Using Statements benutze oder in irgendeiner anderen Form diese Dispose-Methode aufrufe. Und dann implementiere ich auch keinen Finalizer mehr. Dann habe ich vielleicht das Glück, dass ich schnell allokieren kann. Ich habe kein internes Tracking ausgelöst. Ich mache nicht irgendwie in der F-Reachable Queue auf dem Finalizer-Thread rum. Das sind alles Sachen, die man sich letztendlich sparen kann. Gut. Dann wäre eigentlich dieser GC-Teil, wie funktioniert der intern, schon abgeschlossen. Ich würde jetzt noch ein paar Fallbeispiele machen, wie man den Garbage-Collector-freundlichen Code schreibt. Und die einfachste Variante ist, ihr allokiert nicht. Ihr habt es gerade bei den Allokier-Algorithmen eigentlich schon gesehen. Der Garbage-Collector wird eigentlich nur dann ausgeführt, wenn ihr allokiert. Wenn ihr nicht allokiert, dann läuft das Ding wahrscheinlich auch nicht. Das ist eigentlich so die Quintessenz, die man mit rausnehmen muss. Also wenn ihr irgendwie Vorstellungen habt, der Garbage Collector läuft vielleicht periodisch, alle 24 Sekunden, ist falsch. Also das würde ja kein CLR-Entwickler irgendwie verantworten, dass man einfach mal den Garbage Collector losschickt, ohne dass es irgendeinen sinnvollen Punkt gibt. Der Garbage Collector wird in manchen Situationen ausgelöst, wenn zum Beispiel ein Thread deallokiert wird. Aber das passiert auch nur alle 30 Minuten. Da ist nämlich ein Limit eingebaut. Ansonsten könnt ihr eigentlich davon ausgehen, wenn ihr nicht auf dem Managed Heap allokiert, läuft der Garbage Collector nicht. Und das kann euch einen extremen Performance-Vorteil benutzen. Wenn ihr euch an den Anfang des Vortrags zurückerinnert, dann haben wir dort gesehen, es gibt Structs und Enums. Das sind Wertetypen, die per Call-by-Value übergeben werden. Und diese Structs und Enums sind standardmäßig nicht Teil der Objekte, die der Garbage Collector anschaut. Also wenn ihr eure Structs und Enums ordentlich einsetzt, dann kriegt ihr das hin, dass der Garbage Collector nie euren Code anschaut. Was ihr natürlich vermeiden müsst, ist, dass diese Structs oder Enums geboxt werden. Wer weiß, was Boxing ist? Okay, ein paar. Dann machen wir noch mal kurz ein Beispiel. Es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich mache hier schnell eine Methode foo rein. Nee, wenn dann schon number. So, ich habe hier eine Variable initialisiert, die hat 42. Dann mache ich eine neue Variable und der weise ich jetzt diese number zu. Das hier passiert Boxing. Das passiert, also Object ist eine Class, das heißt, es muss irgendwas sein, was auf den Heap zeigt. Int ist eine Struct, da haben wir vorhin gesagt, okay, das wäre dann Teil des Thread-Stacks dieser Variable. Also da würde direkt in dieser Variable eben 42 drinstehen. Wie kriege ich das jetzt hin, dass
diese Number irgendwie dieser Referenz zugewiesen werden kann, weil da muss eine Referenz drinstehen. Es geht nichts anderes. Und der Witz ist jetzt quasi, wenn ihr so eine Art von Zuweisung macht, dann wird dieser Int-Wert in ein neues Objekt auf den Heap gepackt und MyObject zeigt dann mit einer Referenz auf dieses neue Objekt im Heap. Das ist Boxing. Wenn ich das Ganze wieder rückgängig machen will, das nennt man Unboxing, was wir hier in Zeile 148 sehen. Hier nehme ich eine Referenz und caste das wieder zu einem Int zurück und damit wird quasi der Wert aus diesem Objekt rauskopiert. Wenn ihr in der Schleife boxt, macht ihr bei jedem Schleifendurchlauf ein neues Objekt in den Speicher. Nicht so gut. Also ihr allokiert ständig. Du hast eine Frage? Das ist dann der Garbage Collector so intelligent und wenn ihr so Boxing und Unboxing erkennt, dass er das Boxing dann automatisch gleich ignoriert oder wird das trotzdem... Das könnte nicht der Garbage Collector machen, das müsste die Execution Engine machen. Die arbeiten gerade dran, dass die solche Sachen tatsächlich abfangen. Aber ich würde jetzt mal sagen, in den nächsten eineinhalb Jahren sollte man da nicht mit einer Lösung rechnen. Das heißt, wenn ihr Parameter habt, die Object entgegennehmen und ihr gebt da irgendwelche Struct-Werte rein, ist da immer ein Boxing dabei oder irgendwelche Enum-Werte. Also gerade wenn ihr irgendwelche Reflection-APIs habt oder irgendwelche APIs, die mit Reflection arbeiten, dann habt ihr da üblicherweise Boxing mit drin. Zum Beispiel WPF Data Binding. Wer hat schon mal ein Data Binding in WPF gemacht? Einige. Okay. Basiert auf Reflection, da wird mit Objects gearbeitet, da wird es geboxt, wenn ihr quasi an einen Double bindet zum Beispiel. Wer von euch setzt objektrelationale Mapper ein? Nicht so viele. Wahnsinn. Habt ihr alle NoSQL-Datenbanken? Finde ich gut. Auch da wird üblicherweise, wenn eure Sachen deserialisiert werden von dem, was die relationale Datenbank euch zurückliefert, wird intern mit Object gearbeitet. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Int-Werte zurückbekommt, die werden erstmal geboxt und dann irgendwie vielleicht mal als Teil eines Objekts wieder da. DI-Container, wobei es mittlerweile auch schon welche gibt, die das Boxing verhindern. Da habe ich aber auch schon einen anderen Talk drüber gemacht. Serializer, genau dasselbe Problem. Also überall, wo ihr Reflection einsetzt, habt ihr wahrscheinlich Boxing mit dabei. Wenn ihr Delegates und Events macht, jeder Delegate ist ein eigenes Objekt. Folglich, wenn ihr mehrere Registrierungen auf ein Event macht, erstellt ihr jedes Mal einen neuen Delegate. Das ist auch so ein Punkt für Hidden Allocations. Wenn ihr anonyme Methoden mit Closure schreibt, wer weiß, was eine Closure ist? 1, 2, 3, 4, ja okay, ein paar. Dann machen wir nochmal ein Beispiel, was ist eine Closure? Gleich wie im JavaScript-Kontext? Ja. Okay. Also Lexical Scoping steckt dahinter. Ja. Wir machen eine Action einfach bloß. Action ist ein Delegate. Und der weise ich jetzt hier diese Lambda-Funktion zu. Und ich mache hier ein Console-WriteLine. Console-WriteLine mit, was nehmen wir denn? Number. Das, was ihr hier seht, ist eine anonyme Methode. Also man könnte das eigentlich auch als eine eigene Methode in ihren eigenen Scope schreiben. Muss man aber nicht, wie man hier sehen kann. Der Witz ist, ich greife in dieser anonymen Methode auf eine Variable zu, die eigentlich gar nicht in meinem Methodenscope ist, sondern im Scope der Methode, in der ich geschrieben wurde. Und das ist Closure. Was hier passiert, diese Methode ist ja jetzt noch nicht ausgeführt. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch verrückte Sachen machen, wie wenn ich hier einen Return-Type hätte von Action, dass ich hier jetzt meine Action zurückgebe. Und wir haben vorhin gelernt, okay, wenn ich das mache, dann wird ja alles, was mit dieser Methode zu tun hat, auf dem Thread-Stack abgebaut. Dann ist ja auch meine Number weg. Wenn jetzt mein Aufrufer daherkommt und diesen Delegate ausführt, ist dann Number überhaupt noch da? Und die Antwort ist ja, weil Number auf den Heap geschoben wird in ein neues Objekt. Also ihr habt auch hier wieder eine Allokation für Closure. Da wird quasi ein Kontextobjekt gebildet und da werden alle Sachen per Referenz reinkopiert, die
für das tatsächliche Ausführen des Delegates dann tatsächlich genutzt werden. Bitte. Also My Action könnte jetzt nochmal auch ändern, oder? Ja, genau. Und die sind tatsächlich per Referenz verbunden. Also du würdest dann auch quasi diese im Umkehrschluss das da oben ändern. Ja. Aber eben nur, solange die Methode tatsächlich aktiv ist. Also deine Änderung müsste hier unten passieren. String-Konkatenierungen. Auch ein typisches Problem. Also überhaupt, wenn ihr Memory dann analysiert, werdet ihr sehen, dass die meisten Objekte, die ihr in euren Prozessen habt, wahrscheinlich Strings sind. Ich weiß eigentlich nicht, was das so für Ursprungsgründe hat. Auf jeden Fall, wenn ihr Strings zusammenbaut, und zwar aus 10 einzelnen Teilstrings, habt ihr letztendlich 11 String-Objekte im Speicher. Nee, sogar mehr. Entschuldigung. Also machen wir es mal ein kleineres Beispiel. Ich habe 3 Teilstrings, dann konkateniere ich 1 und 2, dann habe ich schon 4. Dann konkateniere ich quasi den 4. mit dem 3., dann habe ich 5. Und genau, also bei jeder String-Konkatenierung kommt ein neues Objekt in den Speicher. Wenn ihr das verhindern wollt, String-Builder ist euer Freund. Ja, ohne das jetzt zu wissen, aber verhindert dich da, du sagst String-Builder, aber String-Interpolation verhindert das das auch? Nee. Das nee. Okay. String-Interpolation ist letztendlich String-Format mit einem internen String-Builder. Also es würde das verhindern, ja? Also du meinst dieses Dollar, ja. Genau, mit, ja. Es ist nicht so schlimm, also es kommt auf den Anwendungsfall an. Bei String Format sucht ja im String nach speziellen Punkten, die ersetzt werden sollen. Das kann sehr langsam sein. Wenn du einfach bloß, keine Ahnung, 2, 3 Strings miteinander verbinden sollst und du weißt, die sind einfach hintereinander, kann es von der Performance her sinnvoll sein, dass du die einfach konkateinierst. Wenn du aber sehr, sehr viele Strings konkateinierst, hast halt mehr Objekte in Memory. Und da macht dann String Format oder String Builder vielleicht mehr Sinn. Aber messen, das kann man pauschal nicht sagen. Genau, wer hat schon mal von Span of T und Memory of T gehört? Ein paar? Okay. Das sind Typen, die jetzt rückwärtskompatibel auch mit .NET 4.5 einsetzbar sind. Also die sind gegen NetStandard 1.1 programmiert. Mit diesen Typen habt ihr Structs, die auf Arrays bzw. auf Strings zeigen können und Teilbereiche auch aus diesen Arrays und Strings rausholen können. Und der typische Einsatz ist eigentlich das Parsen. Nehmen wir mal an, ihr kriegt einen HTTP-Request als Server-Applikation dagegen. Was ihr dann so seht, ist so HTTP-GET, vielleicht noch irgendeine Version, welche API, also URL möchte ich denn eigentlich aufrufen, wer ist denn eigentlich der Aufrufer, welche IP-Adresse und so weiter. Und was ihr als Parser üblicherweise machen wollt, ist dieses ganze Stückchen Text, was ihr als HTTP-Request bekommt, aufteilen in einzelne Einzelabschnitte. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das mit String, dann würde ich quasi Substrings bauen. Und jeder Substring ist wieder eine neue Objektinstanz. Wenn ich das mit Span of T mache, habe ich die Möglichkeit, ein Stückchen Abschnitt dieses Texts direkt bloß auf dem Stack zu bearbeiten und dann, wenn ich es nicht mehr brauche, wenn ich quasi das analysiert habe und festgestellt habe, okay, ich muss jetzt in ASP.NET Core MVC folgenden Controller auswählen und folgende Action auslösen, dann kann ich dieses Teil wieder komplett entfernen. Und Span kann nur auf dem Stack existieren. Es gibt keine Möglichkeit, dass man Span of T in irgendeiner Form in den Heap verschiebt. Aber das schauen wir uns gleich nochmal im Konkreten an. Ja, wie kann ich jetzt eigentlich idealerweise meine Memory Performance messen? Das sollte ja eigentlich noch funktionieren. Und wir machen jetzt mal... Ich zeige euch jetzt ein Programm, das heißt .memory. Es ist leider kostenpflichtig. Solltet ihr noch Studenten sein, JetBrains bietet euch kostenfrei eine Resharper-Lizenz an, wo .memory auch mit dabei wäre. Ansonsten, wenn ihr sagt, ich möchte gerne einfach bloß kostenfreie Tools verwenden, Perfview wäre ein anderes Tool, was nicht ganz so hübsch ausschaut, aber mit dem ihr im Wesentlichen auch dasselbe machen könnt. Genau, und ich müsste jetzt mal hier irgendwie
das Stückchen Code hier finden, mit dem ich das hier starten will. Und dann führen wir das Ganze mal aus. Das ist aber eine .NET Core Application. Ja, toll. So. Was ich jetzt hier quasi gemacht habe, ist, ich sage .memory, bitte führ doch mal einen Prozess für mich aus. Und .memory zeigt euch dann hier auf der oberen Seite schon, wie euer Memory ausschaut, also im Speziellen der GC-Heap. Plus auch andere Informationen über die anderen. Also wir sehen jetzt zum Beispiel, unser Prozess braucht irgendwie 113,9 MB, wobei die teilweise geshared sind. Also wenn ihr diese Applikation mal im Task Manager anschaut, dann sollte das Ding ein bisschen weniger verbrauchen. Genau. Also wir sehen hier 97 MB. Weil teilweise eben Memory geshared wird. Und dann fange ich jetzt hier einfach nochmal an, Sachen zu bauen. Wenn ich noch schreiben könnte. Okay. Und ihr seht jetzt hier auf dieser Seite rechts die unterschiedlichen Generationen im Heap. Also wir sehen hier, dass der Garbage Collector zwischendrin mal gelaufen ist. Das erkennt man üblicherweise an den Zacken in diesem Graph. Immer dann, wenn es mal nach unten geht, hat der Garbage Collector quasi den Memory kompaktiert und damit nehmen wir nicht mehr so viel Speicher ein wie vorher. Und wir sehen auch auf der unteren Seite, blau ist die Generation 0, rot ist die Generation 1 und grün ist Generation 2. Und hier sieht man dann eindeutig, dass hier zweimal der Garbage Collector gelaufen ist, weil er hier quasi was in Generation 1 geschoben hat und hier dann in Generation 2. Genau, was ihr üblicherweise mit solchen Tools auch machen könnt, ist Snapshots erstellen. Das heißt, ich baue jetzt hier mal einen Snapshot und typischerweise wird ein, also A, wir sehen hier, dass dieser .memory-Überwachungsprozess auch Einfluss auf den Speicher hat, unseres eigentlichen Prozesses, also wir können nicht einfach ohne Overhead observieren. Nichtsdestotrotz können wir hier dann quasi diesen Snapshot anzeigen. Und sehen dann, das, was ich vorhin schon gesagt habe, das Typische, was man hier hat, ist eben, ich habe hier String-Objekte, sehr, sehr viele, die am meisten da sind. Und ich könnte hier dann quasi anfangen, meinen Objektgraph zu analysieren, welche Objekte hier in irgendeiner Form häufig vorkommen und wo ich mir dann vielleicht überlegen könnte, kriege ich vielleicht die Anzahl dieser Objekte runter. Okay, dann aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich tatsächlich schon mal zum nächsten Beispiel weiter. Außer habt ihr noch Fragen zu solchen Memory-Analyse-Tools? Also das Typische, was man macht, Prozess starten, einen Snapshot machen, dann irgendeine Aktion ausführen, die viel zu viel Speicher allokiert, noch einen Snapshot machen und dann diese Snapshots vergleichen und schauen, wo das Memory-Leak produziert wird. Üblicherweise sind das Events, die irgendwelche Objekte im Speicher halten, weil sie nicht deregistriert wurden gegen den Event. Oder irgendwelche statischen Felder, die noch auf Objekte verweisen, die eigentlich auch nicht mehr da sein sollen. Das sind so die typischsten Fälle, die man sieht, wenn irgendwelche Memory Leaks auftreten. Dann habe ich noch ein Beispiel für versteckte Allokation. Und das machen wir jetzt mal mit einem automatisierten Test. Ich habe hier ein Benchmark.net-Programm. Benchmark.net, wer sagt, wem sagt das was? Ein paar? Okay. Benchmark.net ist im Wesentlichen ein Tool, mit dem ihr automatisierte Performance-Tests schreiben könnt. Also im Eigentlichen geht es darum, festzustellen, wie schnell ist mein Code. Und das könnt ihr dann automatisiert ausführen, ähnlich wie bei Unit-Test-Frameworks. Wir können uns auch mal dieses Benchmark anschauen, was ich hier geschrieben habe. Wir sehen hier, ich benutze EP+, das ist eine Open-Source-Library für .NET, mit der ich Excel-Dateien auslesen kann. Und was ich hier habe, ist eine Datei, naja, die hätte ich jetzt nicht im x64-Modus starten sollen. Ich mache die mal so hier direkt in Excel auf. Ich habe hier einfach bloß
in jeder Zeile drei Werte stehen, und zwar bis Zeile 5000. Also man könnte sich vorstellen, irgendwas hat dieses Excel-File generiert. Hier ab Zeile 5000 hört es dann auf. Und ich bin mir vielleicht nicht sicher, sind es immer 5000 Einträge. Was ich in diesem Szenario hier jetzt gemacht habe, ist, ich möchte die erste leere Zeile finden mit EP+. Dieses Global Setup wird einmalig ausgeführt für einen Run. Und wir erzeugen uns hier eben ein Excel-Package für diese Values XLSX. Und daraus holen wir uns dann eben das erste Worksheet. Und dieses Worksheet, in dem analysieren wir jetzt eben die Zellen. Hier in dieser ersten Methode greife ich dann quasi immer auf Worksheet Cells zu und hole mir eine Reihe. Und dann laufe ich damit durch und schaue, gibt es denn irgendwelchen Content. Und wenn ich dann die leere Reihe gefunden habe, gebe ich quasi diese hier in diesem Benchmark als Int zurück. Und dann habe ich hier ein zweites Benchmark, wo ich einfach bloß dieses Worksheet Cells hier ausgelagert habe. Und ich benutze quasi ein bisschen anderes Zugriffsmuster. Und wir schauen uns jetzt mal gleich an, wie das Ganze aussieht, wenn wir das ausführen. Ähnlich wie bei Unit Test Frameworks, ihr kennzeichnet eine bestimmte Methode, die kann statisch oder eine Instanzmethode sein, darf keine Parameter entgegen dem mit dem Benchmark-Attribut. Und damit erkennt quasi Benchmark.net, okay, das ist eine Methode, die ich benchmarken muss. Und die beiden habe ich eben gekennzeichnet. Baseline sagt im Prinzip aus, mach danach noch bitte ein relatives Verhältnis zur Ausführung zwischen diesen beiden. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier rauskommt. Bin ich hier richtig? Genau. Dann machen wir mal eine CMD auf. Dann sage ich jetzt hier .NET Run mit Configuration Release. Also grundsätzlich, wenn ihr Performance Benchmarks macht, dann macht das bitte im Release-Modus. Dort ist euer Code optimiert. Und das ist natürlich das, was ihr benchmarken wollt. Nicht irgendwelche Debug-Sachen, wo euer Code nicht optimiert ist und No-Op-Operationen für Breakpoints drin sind. Während er hier ausführt, kann ich noch ein paar Sachen zu Benchmark.net erzählen. Der macht es relativ sophisticated, nämlich er baut Subprojekte. Also euer Projekt wird nicht einfach bloß kompiliert und dann ausgeführt, sondern er schaut sich die Benchmarks an und für jede Benchmark-Klasse, die ihr habt, erstellt er üblicherweise ein Subprojekt, in der quasi bloß der Code reinkompiliert wird, der dann tatsächlich in diesem Benchmark auch ausgeführt werden soll. Warum macht man das? Damit man den Code möglichst weit in Isolation ausführt, damit nicht irgendwelcher anderer Code auf anderen Threads das Benchmark beeinflussen könnte. Genau. Und wir sehen jetzt hier, dass, ich glaube, das ist jetzt der erste Benchmark noch, oder war der schon vorbei? Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht richtig aufgepasst. Benchmark.net arbeitet in mehreren Phasen. Okay, wir sind ja jetzt schon fertig. Aber im Wesentlichen erwärmt er erstmal den Code, damit der Jitter quasi den mehrmals einmal kompiliert hat oder gegebenenfalls mehrmals kompiliert hat, falls er noch Optimierungen findet. Und dann misst er seinen Overhead und dann füllt er mehrere Workloads aus und aus diesen ganzen statistischen Daten formt er dann dieses Ergebnis, was wir hier sehen. So, und ich habe neben dem Performance-Benchmark auch noch hier mit laufen lassen, wie viel Memory denn allokiert wurde während diesen ganzen Runs. Und wir sehen hier in Methode 1 5,79 MB, für Methode 2, naja, sagen wir mal ungefähr 2 MB weniger. Und wenn man sich den Code dazu anschaut, also das hat dann auch ein bisschen Einfluss auf die Ausführgeschwindigkeit. Wir sparen uns da ungefähr, naja, sagen wir mal 500 Mikrosekunden oder 400. Und wenn wir uns den Code anschauen nochmal, die wesentliche Änderung hier ist ja irgendwie bloß, dass ich hier auf Worksheet Cells zugreife und hier mir das einfach vorher bloß in eine Variable geholt habe. Das ist so der wesentliche Unterschied. Und das kostet 2 Megabyte weniger Speicher. Warum ist das so? Kannst du es nur kurz zeigen? Ich will kurz... Ah, hast du schon beschlossen, oder?
Was habe ich? Achso, du meinst das Ergebnis? Ja. Okay. Also Ausführungszeit ist in dieser Minenspalte. Das heißt, wir haben 5,5 Millisekunden. Das ist trotzdem 1% quasi. 1%? Nee, 10%. Ratio ist... Nee, die Ausführungszeit ist 1% langsamer. Wir haben uns Memory gespart, aber die Ausführungszeit ist 1% langsamer. Also ich würde sagen, dass 5030 Millisekunden... Entschuldigung, 5030 Mikrosekunden sind weniger als 5405 Mikrosekunden. Ah, okay, ich habe auf die Error-Spalte geschaut. Also nicht Error anschauen, das ist der statistische Fehler. Und daneben ist die Standardabweichung. Ja. Genau. Was man üblicherweise anschaut, also das sollte man natürlich auch anschauen, wenn man seine statistische Analyse macht, aber Mean Ratio, das sind so die ersten Teile, auf die man schaut. Und natürlich, wie viel Memory wurde allokiert. So, wo liegt das Problem? Wir schauen mal kurz in den Source Code von von EP Plus rein, was wir hier als Framework eingesetzt haben. EP Plus, da ist das Ding. Und das machen wir mal schnell in VS Code auf. Und hier gibt es eine Klasse, die da heißt Excel Worksheet, wenn ich mich recht entsinne. So, und das mache ich auch noch ein bisschen größer. Und hierzu. So, wir haben hier diese Excel Worksheet Klasse. Hier unten. Das ist die wir eingesetzt haben, um auf die Zellen zuzugreifen. Und was wir jetzt gemacht haben, war natürlich auf diese Excel Range Cells Property zugegriffen. Und dann schaut euch mal diesen Getter an. Und dann seht ihr, aha, jedes Mal, wenn ich diesen Getter aufrufe, klatscht der mir ein neues Objekt in den Speicher. Witzig. Also, das ist quasi der erste Punkt, den man sehen muss. Wenn ich mir dieses Stückchen Code hier anschaue, jedes Mal, wenn ich das hier aufrufe und das hier oben, kriege ich ein neues Objekt in den Speicher. Und das summiert sich mit diesem 2 Megabyte Unterschied. Das Framework ist von Microsoft dort geschrieben, oder? Nee, das ist ein Open Source Projekt von... Achso, okay. Einem. Also ich will jetzt hier auch nicht... Eigentlich soll es ein Getter ja nicht passt. Ich will jetzt hier nicht EP Plus niedermachen. Ich möchte euch bloß darauf hinweisen, schaut euch zumindest eine Abstraktionsschicht unter euch an und versteht einigermaßen, was da passiert. Damit ihr quasi um solche Sachen rumschiffen. Also ich habe das tatsächlich auch vorletzte Woche bei mir auf Arbeit entdeckt. Da habe ich auch Excel-Files parsen müssen, weil unsere Kunden und fachliche Menschen natürlich gerne mit Office arbeiten. Da kann man einfach nichts dagegen machen. Da ist mir das aufgefallen, dass eben bei jedem dieser Aufrufe klatsche ich mir ein neues Objekt in den Speicher. Und wenn ich das in der Schleife mache, habe ich halt je nachdem, also hier klatsche ich mir... Das mache ich ja einmal im Schleifenkopf und einmal im Schleifenbody, habe ich auf einmal 10.000 Objekte für dieses Excel-File im Speicher, die ich eigentlich nicht brauche. Nächster Witz, das schauen wir uns auch noch kurz an. Excel-Range haben wir, glaube ich, auch noch. Genau. Wenn ich hier diesen Indexer aufrufe, indem ich mir die Row hole, hier hätte ich eigentlich noch am ehesten erwartet, dass hier ein Objekt allokiert wird. Aber das ist nicht der Fall. Das ist, wenn wir hier dieses, hier gibt es einen this mit 4 Parametern, die wir übergeben. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Index-Getter an. Der erzeugt kein Objekt, der mutiert seinen eigenen Status und gibt sein eigenes Objekt als Referenz zurück. Das ist doch witzig, oder? Also, also üblicherweise erwartet man jetzt nicht, dass im Getter ein Objekt, der Status des Objekts mutiert wird. Aber er allokiert immerhin nicht. Das muss man ihm ja zugutehalten. wie gesagt, EP Plus ist ein mega gutes Framework. Ich habe echt keinen Bock, dass ich irgendwo auf dem Server echtes Excel installieren muss, um irgendwelche OpenOffice XML-Files zu öffnen. EP Plus ist ein gutes Framework. Man muss halt gewisse Sachen bearbeiten. Also
Ich will euch hier jetzt nicht Framework-Bashing betreiben, sondern ich möchte, dass ihr euch die Frameworks, die ihr einsetzt in eurem Programmieralltag, zumindest mal grob anschaut, was denn da eigentlich unter der Haube passiert. Mit dem Framework brauche ich keine Exit-Prozesse mehr, wie mit dem normalen Microsoft-Intel-Scheiß. Genau. Genau. Ja, so kann man es ausdrücken. Also EP Plus ist wirklich auch mein Go-To-Framework. Es gibt auch einige kostenpflichtige Excel-Frameworks, die man einsetzen kann. Meistens, was mit kostenpflichtig zu tun hat, heißt, ich muss irgendeine Lizenz aktivieren. Wenn ich das dann mit meinen anderen Leuten im Entwicklungsteam und dem vielleicht noch Kunden, dem ich den Source-Code ausliefer, teilen muss, da fängt die Freude erst richtig an. Deswegen, Open-Source ist mit einer Open-Source-Lizenz vor allen Dingen auch mir immer sehr, sehr, sehr viel lieber als irgendwelche anderen Lizenzgeschichten. Also, aber ich rate euch trotzdem, schaut unter die Haube zu allen Tools, die ihr einsetzt. Das macht euch üblicherweise ziemlich schlau. Genau, ein letztes Fallbeispiel habe ich noch. Oh, ich habe sogar Sound. Sehr gut. Warum habe ich mich eigentlich in den letzten Jahren mit der CLR so dolle auseinandergesetzt? Das liegt an meiner Doktorarbeit. Und ich baue für meine Doktorarbeit einen Serializer, der ein paar Features mehr hat als die typischen JSON-Serializer, die man heutzutage einsetzt. Nämlich, man muss keine DTOs mehr bauen. Ich habe nach einigen Mal Neuschreiben den Serializer jetzt eben auch so optimiert, dass der hauptsächlich stackbasiert agiert. Und ich habe hier einen Performance-Benchmark, das ich auch mal kurz in VS Code aufmache. Und was ich hier vergleiche, ist im Wesentlichen JSON.NET. JSON.NET hat bestimmt schon jeder mal eingesetzt in irgendeiner Form, um JSON-Dokumente zu serialisieren oder zu deserialisieren. Und ich mache das jetzt hier gegen einen noch Tokenizer. Also der Code, den ihr hier unten seht, der ist schwer stackbasiert, was hier alles passiert. Wir schauen uns dann auch gleich nochmal genau diesen Tokenizer an, wie das ausschaut. Und was ich jetzt gerade dran bin, ist, dass dieser ganze Code, den ihr hier seht, um ein Objekt zu deserialisieren, der soll letztendlich über Roslyn automatisch generiert werden. Und ihr könnt euch dann aussuchen, ob ihr das zur Runtime haben wollt, also während euer Prozess startet, oder ob ihr das zur Designtime haben wollt in eine Datei eures Beliebens und dann quasi direkt diesen Serial oder diese Deserialisierungssachen mit in euren Paket ausliefert. Nichtsdestotrotz, wir führen jetzt auch mal dieses Benchmark aus. Bin ich hier schon auf der richtigen Seite? Sehr gut. Das heißt, ich mache jetzt einen .NET Run mit Configuration Release. Framework wäre .NET Core App 2.2, glaube ich. Und als Filter kann ich, glaube ich, alle angeben. Das nochmal groß. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Befehl aus dem Kopf raus. Nee, natürlich nicht. Oh no, ich hab's nicht. Wirklich, ich hab's. Wieso? Das kann ja gar nicht sein. Nee, er tut's nicht. Frechheit. Ich habe keine Internetverbindung. Aber das lässt sich ändern. Okay, dann probieren wir es nochmal. Sei lieb zum Kenny. Aber er braucht schon mal länger, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass er hier irgendwas im Hintergrund macht. Okay, so, dann machen wir nochmal einen .NET Run mit Configuration Release.
Jetzt muss ich ganz kurz spicken, wie das aufgebaut ist. Was haben wir denn hier? Okay, brauche ich nicht. Wir machen einfach so einen Filter auf. So, okay, wir haben es tatsächlich zum Laufen gebracht. Und im Endeffekt wird jetzt quasi ein Objekt deserialisiert, ein ganz normales DTO, mit drei, zwei Strings, glaube ich, und einem Int. Und wir vergleichen jetzt hier quasi, wie lange braucht JSON.NET dafür und wie lange mein noch nicht fertiger Serializer, der auch noch in dem Rohzustand ist. Zumindest in der aktuellen Version. Genau. Du hast eine Frage? Wenn ihr da kein DTO abgeben muss, was kommt dann für Objekt zurück? Dasselbe. Ich zeig dir gleich nochmal den Code. Ich lasse bloß hier kurz das Benchmark durchlaufen. Genau, und wir sehen hier, dass, ich zoome nochmal kurz rein, JSON.NET hat für das Deserialisieren im Schnitt ungefähr 2,8 Mikrosekunden gebraucht. Ich bin Gott sei Dank noch knapp unter einer Mikrosekunde. Genau, und was auch ziemlich wichtig ist, ist dieser Allocated Memory hier hinten. Und das ist üblicherweise der Unterschied. JSON.NET basiert auf Reflection bei jedem Run. Also JSON.NET, wenn der quasi sieht, ich muss jetzt folgendes JSON-Dokument deserialisieren zu folgenden Typen, schaut er sich immer bei jedem Run über Reflection an, wie ist dieser Typ aufgebaut, welche Properties hat er, welche Typen haben diese Properties, kann ich das deserialisierte, diesen deserialisierten Wert da einfach in irgendeiner Form reinkonvertieren und dann dort abspeichern. Das ist ein typischer auf Reflection basierender Algorithmus. Wenn man das Ganze nicht mehr auf Reflection basiert, sondern diesen Code vorkompiliert, was dann letztendlich mein Ziel ist, wird man sehr, sehr viel weniger Code allokieren, Entschuldigung, Memory allokieren, und dadurch spart man sich üblicherweise auch Zeit, wie man hier sieht. Okay, schauen wir uns nochmal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Jetzt habe ich natürlich das falsche Projekt aufgemacht, das ist natürlich eine Frechheit. Das heißt, wir schauen nochmal, wie dieser Tokenizer aufgebaut ist. Ne, das ist das Token, Entschuldigung. Diesen Tokenizer brauchen wir. So, wir sehen jetzt hier, das Ganze ist eine Struct und nicht vielleicht eine Class, wie man üblicherweise erwarten würde. Das heißt, wir allokieren schon mal kein Objekt für diesen Tokenizer, wenn wir das Ding ausführen. Das Ganze ist sogar eine Ref-Struct. Das heißt, ich könnte dieses Ding nicht mal boxen. Wenn ihr eine Ref-Struct habt, heißt das Ding kann nur auf dem Stack, also auf dem Thread-Stack, auf dem wir gerade sind, allokiert werden oder instanziert werden, aber niemals auf den Thread geschoben. Genau, aber ansonsten schaut das Ding eigentlich so typisch aus, wie so ein Tokenizer das eben macht. Wir bekommen jetzt hier eben auch keinen String mehr entgegen, sondern diese Span. Es gibt quasi eine Span of T und eine Read-Only Span. Die Read-Only Span, auf die kann ich natürlich nicht schreiben zugreifen, aber das will ich ja auch nicht, weil ich will ja bloß dieses JSON-Dokument auslesen. Genau, und was dieser Tokenizer jetzt eben macht, er gibt mir immer, wenn ich getNextToken aufrufe, eben das nächste JSON-Token in diesem Dokument zurück. Genau, und Methoden werden standardmäßig einfach bloß auf den Stack ausgeführt und dieses Ding ist, glaube ich, komplett allokationsfrei, wenn ich mir das so anschaue und wenn ich mich so zurückerinnere. Ist schon ungefähr 1,5 Monate her, dass ich das so geschrieben habe, wie es jetzt in der Form ist. Aber im Wesentlichen mache ich hier wirklich bloß einen stackbasierten Algorithmus. Ich schaue mir auf dem Stack an, okay, wie schaut dieses Dokument aus? Ich bin gerade an folgender Stelle, was ist das nächste Token? Wenn der Character so wie folgt ist, dann ist es vielleicht eine Nummer oder es ist ein Begin of Object oder irgendwas anderes. Genau, also das Ziel von High-Performance Computing ist eigentlich immer Allokationen vermeiden und stackbasierte Algorithmen zu schreiben. Das ist so das Wesentliche. Das, was dieses Ding zurückgibt, dieses JSON TextSpan-Token. Das ist wiederum auch bloß eine Ref-Struct. Also
man fängt dann auf einmal an, mit Structs zu programmieren. Üblicherweise eben auch Ref-Structs, wenn man sicher sein kann, dass man nie in irgendeiner Form auf den Heap muss. Und man allokiert letztendlich, wenn man deserialisiert, wirklich bloß noch das Stückchen Memory-Block, in dem das JSON-Dokument liegt. Und alles, was dann beim Deserialisieren passiert, wird alles auf dem Stack gemacht, soweit möglich. Natürlich muss ich irgendwann auch mal das Zielobjekt erstellen. Habe ich jetzt noch das andere offen? Natürlich nicht. Also vielleicht schauen wir uns noch mal ganz kurz den Performance-Teil hier an. Dieses Benchmark. Also was wird hier gemacht? Das ist hier ist mein JSON-Dokument. Ich habe da Vorname, Nachname, Alter, also zwei Strings, ein Integer. Und ich habe hier eine Contact-Klasse geschrieben, die über Constructor-Injection quasi diese Werte entgegennimmt und dann immutable ist. Und da findet man eben genau diese Properties für diese Werte im JSON-Dokument wieder. Genau. Und dann habe ich einfach bloß JSON-Convert, deserialize Object für Contact aufgerufen, beziehungsweise eben hier meinen Tokenizer bemüht. Und mein aktuelles Bemühen ist quasi, dass dieser Code für euch automatisch generiert wird und ihr über die Roslyn quasi, über den Open Source C-Sharp Compiler, und ihr könnt dann noch manipulieren, wie genau hier deserialisiert wird, über sogenannte Contracts. Genau, das ist das. Bitte was? Kannst du mal kurz hochscrollen? Ja. Soll ich noch irgendwie kleiner machen? Ist das besser? So für die Übersicht? Ja, so kann ich schon mal lesen. Ansonsten wäre es das tatsächlich mit meinem Vortrag. Ich sage vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Wir haben uns VMMAP heute angeschaut, wir haben Perfview nicht angeschaut, das wäre aber quasi die kostenfreie Alternative zu .memory. Wir haben uns benchmark.net angeschaut, wie wir dort Memory-Analysen machen können. Zeitalter der Performance, das hier sind gerade die aktuellen Werte für ASP.NET Core 3.0. Die haben hier verschiedene Memory-Benchmarks gemacht und teilweise haben sie halt einen Rückgang von 90%, 55%, das sind 67%, 44,5%, 50%, ja. Also unterschiedliche Sachen gemessen und die sind quasi auch alle auf dem Trip, wir allokieren nicht mehr und sparen uns dadurch Ausführungszeit und nerven den Garbage Collector nicht so. Genau. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man sein Zeug in der Cloud hostet, weil da zahlt man ja für Memory und Ausführungszeit Geld. Wo habe ich den ganzen Scheiß gelernt? Lest dieses Buch. Konrad Korkosa hat, keine Ahnung, 3 Jahre geschrieben. Die CLR ist ja seit ungefähr 2014 Open Source. Der Typ hat sich hingesetzt, A, mit Leuten geredet, die das entwickelt haben, B, sich den Source Code der CLR selber zu Gemüte geführt, vor allen Dingen des Garbage Collectors, und hat das Ganze in ein 1100-Seiten-Werk zusammengefasst. Wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt als das, was ich euch heute Abend präsentiert habe, bitte lest dieses Buch, unterstützt den Mann, folgt ihm auf Twitter, der Typ ist mega gut. Proton Memory Management. Wo findet man sonst noch gute Sachen? Book of the Runtime, das ist ein Design-Architekturbuch zur CLR. Also wenn euch die CLR interessiert, wie ist die intern designed, aufgebaut, findet ihr auf GitHub dort ein paar Markdown-Files, die ihr euch durchlesen solltet. Ben Watson hat ein sehr gutes Buch geschrieben, Writing High Performance .NET Code. Der Mann war im Bing-Team und hat .NET Code eingesetzt, während Bing-Suchabfragen durchgeführt wurden, und hat dort eben auch versucht, möglichst wenig Speicher zu allokieren, und hat darüber ein Buch geschrieben. Sascha Goldstein und Dima Surwal hat Proto.NET Performance gelesen. Das ist ein ganz allgemeines Buch, ist auch schon etwas älter, aber immer noch sehr gut. Wer sich dreckig geben will, der kann sich natürlich den Source Code von der CLR anschauen, insbesondere den Garbage Collector, da kann man vielleicht noch mal kurz reinschauen. Hat jemand schon mal dieses gcc.cpp-File aufgemacht? Das ist der Garbage Collector. Es ist sehr schön, wenn man das rauskopiert
Also ihr seht, also A, es ist viel zu hell, natürlich. B, es sind tatsächlich der komplette Garbage Collector mit all seinen Modi in einer Datei, die circa 40.000 Zeilen lang ist, in feinster C++-Code. Ansonsten vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Es hat mich sehr gefreut, für euch vortragen zu dürfen. Wenn ihr noch Fragen habt, ich stehe euch natürlich gerne zur Verfügung. Ansonsten, wer Hunger, Durst hat, wir gehen danach bestimmt noch ins Unikat hoch zum Essen. Ihr seid natürlich einfach herzlich eingeladen, dass ihr da mit vorbeischaut, weil die besten Sachen erfährt man sowieso nicht beim Vortrag, sondern danach. Dementsprechend Prost.